deshalb ja, auf diesem offiziellen Wege einmal hallo, herzlich willkommen. Und die Metaphysik, ihr könnt euch das so vorstellen, also ich erkläre Metaphysik immer so, wie, also zum einen, wie vorhin erzählt, ich verbinde Menschen gerne, ich liebe es, die Verbindung zu uns selbst zu schaffen, zu anderen Menschen zu schaffen. Und die Metaphysik gibt uns wirklich diese Möglichkeit, also wirklich diese Verbindung zu uns zu schaffen, zu unseren angeborenen Potenzialen, auch zu schauen, wie diese in uns zum einen erkennen können, aber zum anderen wirklich auch leben können und auch verkörpern lernen. Es geht viel gerade in Richtung Human Design, es geht viel um Dekonditionierung. Das Wort Konditionierung werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, wie wir aufgewachsen sind, was für Einflüsse wir hatten von unseren Eltern, Geschwistern, Lehrern, der Gesellschaft allgemein. Wir werden ja auch kollektiv viel beeinflusst von außen. Das heißt, es kann sein, auch wenn ich euch nachher ein paar Dinge durchgebe, also achtet darauf, und im Idealfall könnt ihr natürlich auch immer schauen, wenn ihr gerade nicht gerade denkt, so, okay, das passt nicht unbedingt zu mir, gebt dem immer einen Moment, weil wir gehen immer gerne direkt mit dem Kopf dran und das ist mehr so ein Gefühl, was aufkommt. Zum einen ist es ein Prozess und zum anderen, was natürlich immer spannend ist, auch zu wissen, was zum Beispiel, was für ein Typ im Human Design die Eltern waren, Geschwister waren. Das heißt, wenn eure Eltern, Geschwister, Großeltern ganz andere Typen waren und ihr kennt das von der Gesellschaft, wie schnell wir dort konditioniert werden und in irgendwelche Muster, ich sag mal, gepresst werden, kann es sein, dass ihr diese Energien irgendwo übergestülpt habt. Das heißt, beim Human Design geht es wirklich darum, diese Schichten abzunehmen, die ihr nicht seid, und wirklich immer mehr zu lernen, das euer wahres Selbst zu sein. Und es gibt uns, und das finde ich halt eben das Schöne, es gibt uns wirklich zum einen diese Abkürzung zu uns selbst, also wirklich nochmal uns selber mehr zu erkennen, uns selber zu akzeptieren und uns selber zu vertrauen. Also ich bin super happy, mit euch dieses Thema heute zu teilen, weil das eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist, also die Metaphysik und alles drumherum. Und ich, seit ich es kennengelernt habe und jedem, dem ich das durchgebe und wo ich auch, ich sag mal, Readings beziehungsweise einfach so Analysen und Auswertungen gebe, ich finde es so schön, wenn die Leute mir Feedback geben, wenn die Leute vor Freude teilweise weinen, weil manche Menschen haben wirklich den Zugang zu sich entweder nie richtig zugelassen und so unterdrückt oder wirklich gelernt, auch Bedürfnisse und das wahre Selbst komplett gar nicht leben zu dürfen. Durch Gesellschaft und Co., da wir haben uns das teilweise selber auch abtrainiert. Und das ist wirklich das Schöne, und deshalb meine ich auch, das ist ein Prozess, wie diese Schichten immer mehr abzulegen und immer mehr zu diesem Kern zurückzukommen. Deshalb gibt dem Ganzen Zeit. Also egal, was ich euch heute sage, es ist, ihr könnt es theoretisch gesehen immer und immer wieder hören, immer und immer wieder gucken, euch immer wieder damit beschäftigen. Also ich bin jetzt in diesem metaphysischen, ich sag mal, Raum, ich glaube, das erste Mal gehört von Human Design habe ich, ich weiß nicht, vor 4, 5 Jahren. Und ich, selbst wenn ich zu den Profilen, zu den einzelnen Nummern, ich habe, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie oft was darüber gehört, und immer wieder kommt so eine andere Nuance raus. Und das ist halt das Schöne daran. Also es ist nie fertig, aber wir kriegen immer mehr diesen Blick, wer wir sind, was uns ausmacht. Und also es geht immer wie so tiefer irgendwie in uns rein. Und Human Design ist, Human Design gibt es seit 1987. Allerdings ist es nicht so, dass es, also Human Design ist quasi diese, Human Design vereint mehrere Weisheiten, also Astrologie ist mit drin, das seht ihr in eurem Chart an den, zumindest bei dem Jovian Archiv, den Link, den ich geteilt habe, seht ihr die Planetenkonstellation an den Seiten zum Beispiel. Also die Astrologie ist mit drin, das ganz ursprüngliche ist das I Ching, da zeige ich euch gleich mal Bilder. Wie das so aussieht. Also das I Ching ist ganz alt, das ist quasi so ein, es ist ja tausende alt, es kommt aus Asien und es wird auch als das Buch der Wandlungen bezeichnet, das ist eine ganz, ganz alte Lehre, die
wie teilweise auch Sachen vorausgesagt hat. Und wie es schon sagt, es wandelt sich halt immer. Es ist so komplex, es ist auch so wunderschön. Das I Ching, die Chakrenlehre, wer sich mit Chakren auskennt, die Energiezentren im Körper. Das seht ihr auch an dem Human Design Chart. Das hat, also die Chakrenlehre, theoretisch gesehen, haben wir ja mehrere Chakren. Die üblichen sind ja die 7. Daraus hat aber Human Design 9 gemacht, beziehungsweise die, theoretisch gesehen noch mehr, sich immer mehr verteilen, weil sich die Energie der Erde und der Menschen ja wandelt. Und Human Design, wie gesagt, gibt es seit 87 und das hat Ra Uruhu gechannelt. Dieses tolle Wort channeln. Er hat es gechannelt und hat es irgendwie so alles vereint und miteinander kombiniert und dieses Chart kreiert und diese komplette Weisheit dahinter und diese Lehre reingebracht. Also das Kabbala ist mit drin, es ist dann verbunden wirklich mit auch modernen Wissenschaften, wer es vielleicht kennt, die Quantenphysik, Epigenetik ist da drin. Also es ist wirklich wie eine Art, teilweise auch Bedienungsanleitung irgendwo, das komplette Konzept der Metaphysik. Also du kannst wirklich dadurch auch lernen, wie du Entscheidungen besser triffst, wie du, wie vorhin gesagt, dich mit anderen verbinden kannst, wie du mit anderen besser kommunizieren kannst. Du lernst, dich besser zu verstehen. Du lernst auch deine Konditionierungen wirklich zu erkennen. Und was, glaube ich, so das Schönste ist, du erlaubst dir wirklich immer mehr, du selbst zu sein. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Deshalb egal, was ihr heute so mitnehmt, lasst es wirken. Und was mir ganz besonders wichtig ist, geht da ein bisschen weniger mit dem Verstand dran, sondern vielmehr mit dem Herzen. Also es ist wirklich dieses, also ich will euch da, meine Intention für heute ist wirklich diese pure Freude an dem Sein. Ich möchte, dass ihr einfach offen seid dem Gegenüber, einfach mal auch fühlen, wirklich nochmal fühlen, auch wenn ihr es nicht versteht. Das ist vor allem die Gene Keys, was die Erweiterung von Human Design ist. Da geht sehr, sehr viel ums Fühlen, also wirklich ums Fühlen. Es geht in die Zellen rein, das Unterbewusstsein arbeitet. Das ist wirklich dieser Prozess. Ich möchte also wirklich diese Intention für heute, mein Ziel ist, dass wir, ich lerne auch immer wieder neu, also auch von euch. Ich meine, ihr seid alle gerade, wir sind alle in einer kompletten schönen Energie. Das heißt, wir lernen ja auch immer alle voneinander. Das heißt, dass wir alle lernen, dieses tiefere Verständnis für uns zu haben, die Akzeptanz für uns selber zu haben und auch dadurch für andere Leute. Und was mir immer auch seit Jahren wichtig ist, dass wir lernen, diese Einzigartigkeit wirklich zu schätzen, dass wir auch alle anders sind in unserem Sein. Selbst wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, 5 Projektoren haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier gerade drin sind, 20 Generatoren und was auch immer. Wir sind alle ja unterschiedlich. Wir sind trotzdem alle komplett unterschiedlich. Selbst wenn wir derselbe Typ, dasselbe Profil haben, dieselbe Autorität, dasselbe Sternzeichen, wir haben trotzdem diese komplette Metaphysik und das werdet ihr gleich, zeige euch gleich mal ein anderes Chart noch oder 3 Charts. Wir haben so viele verschiedene Aspekte und Nuancen da drin, was das Ganze nochmal so vielfältig macht, weil wir nie, es gibt keinen, es ist wie wirklich dieser Fingerabdruck, es gibt niemanden von uns, der komplett gleich ist. Und das ist halt das, ich finde, das ist so das Schöne an dieser ganzen Lehre, an diesem ganzen Geschehen. Und vor allem, dass wir uns immer weniger wirklich mit anderen Leuten vergleichen, dass wir eher andere Menschen, und ich biete das Ganze tatsächlich auch für Teams unter anderem an oder habe auch schon so Familienanalysen gemacht, dass wir immer mehr, also wirklich dieses Verständnis für uns selber, aber auch für die anderen haben, andere verstehen lernen und wirklich auch lernen, mit diesen verschiedenen Aspekten umzugehen. Und nicht direkt, was wir gerne auch machen, wenn irgendwer nicht so ist, wie wir wollen, dass wir direkt in den Widerstand gehen. Und ich habe das auch. Und ich habe auch verschiedene, ich sag mal, Muster, die ich erkenne, weil ich ja jetzt in diesem Feld drin bin von Metaphysik. Ich erkenne diese Muster, wenn der und der Typ das ungefähr also ist, zum Beispiel mit dem Design oder das Profil oder die Energie damit drin ist. Also ich gucke mir dann immer, wenn ich die Charts von den Menschen habe, gucke ich mir das immer an und lerne dadurch wirklich so, wo ich selber in diesen Widerstand gehe. Und das ist auch voll okay. Jeder hat das von uns, vor allem wenn
die Profile oder die Energien sich wirklich komplett gegensätzlich sind, also wirklich gegenüberstehen, dann neigen wir manchmal wirklich dazu, so eher so in den Widerstand zu gehen. Aber wenn wir das Wissen, und da fängt ja immer mit an, mit dem Wissen, wenn wir das Wissen, dass es da ist und dass die Person einfach so und so ist, weil sie so ist, auch wenn es blöd ist, auch wenn es, ich meine, also es entschuldigt kein schlechtes Verhalten, versteht mich nicht falsch. Und das ist halt das Schöne, dass wir verstehen, wie die Person ist, können dadurch aber auch lernen, wie wir dem Ganzen gegenüberstehen und wie wir vielleicht dann auch anders kommunizieren, dass die Person uns besser versteht, vielleicht ist die Person auch offen, uns dann anders zu verstehen und. Ihr wisst, es fängt immer bei uns selber an, auch wenn wir das gerne nicht so wahrhaben und dann immer wollen, dass die andere Person sich verändert, aber es fängt ja immer bei uns an. Und das erleichtert den ganzen Prozess auf jeden Fall. Genau, was ansonsten noch ganz schön wäre, so einfach als Info für euch, ich kann nicht, also ihr könnt mir gerne jederzeit Fragen stellen, was ich nicht machen kann, weil es einfach unfair wäre den anderen gegenüber, dass ich auf alle Personen irgendwie einzeln eingehe. Das heißt, wenn ihr mir sagt, oh, ich bin, keine Ahnung, Krebs und habe den und den Typen als Human Design Typ, dann ist es einfach irgendwann zu viel. Und das wäre, wie gesagt, ich sehe gerade hier nicht, wie viele Menschen wir sind, 34. Das wäre auf jeden Fall unfair den anderen Leuten gegenüber. Also das auf jeden Fall als Info. Und was super schön wäre, wenn ihr in den Kommentaren einmal euren Typen, ich schreibe euch das mal, wie ich das machen würde. Einfach mal kurz Abkürzung. Also ich bin emotionaler Generator 4-6 vom Profil zum Beispiel. Dann würde das wie im Chat geschrieben. Zum Beispiel Emo, also ihr könnt es auch komplett ausschreiben, wenn ihr wollt, aber wenn es jetzt ganz kurz ist, also das ist ja einfach, wir haben ja mal euren Typen, eure Autorität und euer Profil schickt in den Kommentaren, damit ich so einen kleinen Überblick bekomme, was für Energien wir hier so gerade drin haben. Also ich sehe auf jeden Fall, Doris ist auch eine 4-6. Was ganz schön ist. Gerade so natürlich dieselben Typen, die, oder wenn dieselben Ziffern irgendwo mit im Profil sind. Tatjana ist ja zum Beispiel eine 2-4. Das heißt, unsere 4 matcht immer miteinander. Also da, das merkt man auf jeden Fall. Das werdet ihr auch, wenn ihr andere Typen, andere Menschen kennt und das Profil kennt, wird euch das auf jeden Fall auch auffallen. Projektoren, manifestierende Generatoren, nochmal 4-6, 3-5. 4-6, 1-4. Schön. Haben wir einen schönen bunten Mix. Erika mit dem Profil 4-1-4-1 ist auf jeden Fall sehr selten. Das kann ich da auf jeden Fall schon mal sagen. 6-3 ist auch seltener vom Profil. Ach, schön. Ja, danke für den Überblick. Ja, auf jeden Fall einige 4-6er. Sehr cool, die 4 häuft sich. Mega, mega schön. So, ich teile mal ein. Das ist genau, was wir heute machen, beziehungsweise was ich vor allem mache und was ich liebe, ist diese 3 Charts miteinander zu kombinieren. Das heißt, das ist das, was ihr jetzt kennt, was jeder von euch wahrscheinlich jetzt hier hat. Anja, das ist okay. Anja streicht. Genau, also das linke oben ist das Human Design Chart. Da seht ihr meins nochmal. Unten, das ist das Gene Keys Chart. Und rechts oben ist das Astro Chart. Und ihr seht vielleicht die Ziffern beim Human Design oben links und oben rechts, das ist das Inkarnationskreuz, also warum ihr hier seid. Das sind die vier Ziffern. Und die seht ihr hier in den äußeren, im Gene Keys, da tauchen sie wieder auf.
Und alle, die hier drin sind im Gene Keys, tauchen auch im Human Design auf. Also das so als kleine Brücke, weil Gene Keys ist eine Erweiterung. Ich habe mir ein schönes Bild tatsächlich überlegt für uns. Ich kenne das Ganze tatsächlich unter anderem mit Sportmannschaften, was Human Design betrifft, zum Beispiel, dass man als Typ sehen kann, dass man Human Design-Typen als Sport, wie heißt es, als Sportart sehen kann. Und dass zum Beispiel wenn du eigentlich solltest du Basketballer werden, aber deine Eltern waren Fußballer zum Beispiel und deine Energie ist aber Basketballer. Das heißt, deine Energie ist Basketball, aber du hast von deinen Eltern zum Beispiel Fußball mitgegeben bekommen, aber weißt es nicht, bis du es dann vielleicht ausprobierst mit Basketball. Und ich habe mir ein schönes Bild überlegt, dass Metaphysik wie der Aufbau eines, oder wie dieses Orchester ist, mit eigenen Noten, mit der Musik. Also eigentlich ist wirklich dein Chart, was dir mitgegeben wurde, es ist perfekt, wie es ist. Also es ist wirklich, jeder ist so schön unterschiedlich und perfekt, komplett so, wie er ist oder so, wie sie ist. Und alles ist wirklich so abgestimmt, wie es ist. Und was du dann draus machst, ist natürlich dann jedem, da hat jeder so seine eigene Verantwortung und das ist jeder dem selbst überlassen. Und Human Design ist für mich wie so eine Art, es gibt ja so die Bestandteile des Orchesters. Also Human Design ist sehr faktenbasiert, Daten. Human Design, sagt man, ist so diese männliche Komponente. Es ist für mich so als Typ sehe ich so, welches Instrument du spielst im Orchester und was für ein Profil du hast, ist für mich, welche Position spielst du im Orchester? Bist du, ich weiß nicht die Bezeichnungen, keine Ahnung, bist du vorne mit dabei, bist du im Hintergrund und. Das geben die Positionen, also die Profile mit. Und Gene Keys ist, wie gesagt, eine Erweiterung von Human Design. Gene Keys gibt es, glaube ich, seit, lass mich hier lügen, ich glaube 2002 oder so. Es wurde quasi als Erweiterung von Richard Rudd eingeführt. Der hat sich dann dieses wunderschöne Bild ausgedacht mit den Perlen, weil in Gene Keys heißen die ganzen Zahlen an der Seite Gates und beim Human Design heißen sie Gates und bei den Gene Keys sind es Perlen, also wirklich diese Kugeln oder Perlen. Und Gene Keys ist, wenn Human Design das männliche ist, ist Gene Keys das weibliche Pendant dazu. Das heißt, es ist wirklich diese Erweiterung. Und was halt so schön ist, ich kann dir alles Mögliche über dein Human Design sagen, aber ob du es, wahrscheinlich wirst du es nicht, du wirst damit nicht viel anfangen können. Es ist schön, alles zu wissen, aber wenn ich dir nicht, ich sag mal so, den Fahrplan mitgebe, viele brauchen ja auch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo soll ich anfangen und, dann kann es sein, dass du damit gar nichts anfangen kannst. Und das ist Gene Keys. Also Gene Keys gibt wie so eine Art Fahrplan. Gene Keys ist bei meinem Orchesterbeispiel, Gene Keys sind die Noten, ist wirklich das Stück, wie es gespielt wird. Und du siehst hier bei den Kugeln, bei den Gene Keys, es fängt hier oben an bei dem Lebenswerk. Das ist auch hier oben bei den Gene Keys, die bewusste Sonne. Da wirst du auch erkennen, dein Sternzeichen. Also hat immer auch astrologisch dann mit dem Sternzeichen zu tun. Und Gene Keys hat eine Reihenfolge. Also Gene Keys geht dann wirklich vom Lebenswerk hin, also wirklich wie diese Schritte hier sind, bis man dann hier in diesem Kern, in dieser Perle ankommt. Das ist auch das Money Triangle genannt. Also hier kann man dann wirklich so in den Wohlstand und man ist wirklich komplett, bei sich und ja, wie soll man sagen, ich würde jetzt nicht sagen erfüllt in dem Sinne, aber man kommt immer mehr in seinen näheren Kern wirklich an, wenn man hier alles komplett durchläuft. Das ist so das Gene Keys Pendant. Gene Keys ist sehr viel wirklich Arbeit am Unterbewusstsein. Man kann dort, ihr müsst euch vorstellen, es ist wirklich so komplex. Also ich versuche es jetzt hier auch bei 90 Minuten zu halten, damit wir nicht ausfallen. Also ich könnte wahrscheinlich tagelang erzählen. Also man könnte über eine Nummer hier allein schon ein paar Stunden erzählen. Also die Bedeutungen, auch jede Nummer hier, Punkt 6, also das sind auch die Linien des Profils, das sind immer diese 6 Linien. Jede Nummer bei den Gates ist zum Beispiel eine andere, also auch da wieder dieses männliche, weibliche Pendant, hat teilweise eine andere Bezeichnung als bei den Gene Keys.
Also nicht komplett anders, aber es, Jinkies, das finde ich halt das Schöne an Jinkies. Jinkies ist wirklich, arbeitet noch mehr mit der Verkörperung, also wirklich mit dir. Es nimmt dieses Weibliche, dieses Sanfte irgendwo mit rein. Aber es geht wirklich tief. Also ich habe, wie oft ich schon Gänsehaut hatte, als ich diese Dinge durchgegangen bin und ich habe ausbilden lassen darin. Und also es geht immer eine Nuance tiefer. Und ich habe manchmal wirklich nach den Trainings, also mein ganzer Körper war wie erschüttert, weil es so tief gehen kann, wirklich diese Arbeit mit, vor allem mit Jinkies. Genau, also alle haben das Dreieck. Also es geht wirklich, es kann so tief gehen, es gibt uns Schatten. Ihr seht, ich kann das hier mal größer machen, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Aber jede Perle hat hier drei Sequenzen, beziehungsweise hier ist die vierte noch, die Linienausprägung. Es hat halt hier, das ist immer der Schatten. Das untere ist immer der Schatten der Perle. Das mittlere ist das Geschenk. Und das nennt man Sidi, das ist dann so die höchste allerhöchsten Stufen. Und also allein dieses Buch von Jinkies pro Perle ist, glaube ich, 5 Seiten. Und wenn man dann die Linienausprägung nochmal mit reinnimmt, ist es auch nochmal ein ganzes Stück. Also das zu dem Umfang der Jinkies. Also wie gesagt, es geht viel ums Gefühl, es ist wirklich dieser Prozess. Also wenn ihr damit mal arbeitet oder am Ende werde ich bzw. Tatjana und ich haben noch ein Angebot für euch ausgearbeitet. Also auch wenn ihr damit mal arbeitet, ob ihr es bei mir macht oder mit anderen Menschen macht, es ist immer dieser Prozess. Also es geht wirklich, erlaubt euch, es in euer System zu lassen, erlaubt euch, es nicht komplett direkt alles verstehen zu müssen, weil das kann man nicht. Also wie gesagt, ich bin da jetzt dran seit 2 Jahren. Nochmal außer vor seit 4, 5 Jahren. Es ist wirklich, ich lerne täglich noch mehr dazu und es ist wie im Leben, es ist alles wirklich dieser Prozess, bis man es wirklich immer mehr Schritt für Schritt wirklich verkörpert. Genau, und Astrologie liebe ich mit reinzunehmen. Wie gesagt, es ist mit eingewoben in beiden. Aber man kann astrologisch gesehen, wenn man weiß zum Beispiel über den Jinkies, welche Position für was zum Beispiel wichtig ist, kann man ins Astrochart nochmal reingehen und wirklich diese Energie der Planeten mit reinnehmen, schauen in welchem, falls sich irgendwer mit Astrologie schon einen Ticken auskennt, das sind hier sind verschiedene diese Zahlen, die ihr hier seht, 2, 1, 12, 11, das sind die Häuser, astrologischen Häuser. Man kann sehen, in welchem Haus der Planet zum Beispiel ist. Also man kann wirklich verschiedene Dinge nochmal verfeinert auslesen. Also man kann wirklich immer mehr tiefer reingehen. Und das ist das Schöne daran. So, also genau, was ich mit euch heute durchgehen möchte, ist wirklich diese Typen. Also welches Instrument spielt ihr quasi? Wie gesagt, da immer generell bei Human Design auf die Konditionierung, Dekonditionierung schauen. Wenn ihr wirklich wisst, wann eure Eltern geboren sind zum Beispiel, guckt das gerne nach. Schaut auch da rein. Ich würde ganz kurz in die Autoritäten reingehen. Autoritäten heißt im Grunde, was eure Strategie ist, wie ihr am besten entscheiden könnt. Und ihr seht, also jeder von uns hat hier verschiedene, eure Charts sehen mit Sicherheit anders aus als meine. Ich habe sehr viele definierte Zentren, das heißt hier die farbigen, die Dreiecke und Vierecke und was auch immer. Das heißt, das ist viel definierte Energie, die ich habe. Andere von euch haben wahrscheinlich auch viele offene Zentren oder undefinierte Zentren, das heißt wirklich weiße Zentren. Vielleicht sind auch gar keine Zahlen, Gates da mit aktiviert. Also jedes Chart sieht da auch in dem Sinne anders aus. Und ihr habt ja hier die Autorität quasi oben stehen und das gibt einfach nur an, also ich habe ja vorhin die Chakren kurz erwähnt, es sind verschiedene Energiezentren quasi aktiv und das heißt bei mir emotional ist zum Beispiel das auch eins der häufigsten, die häufigste Autorität, das ist hier quasi das Solarplexuszentrum, was hier rechts, in dem Fall rechts, rechts unten ist. Das ist auf jeden Fall das. In der Mitte ist das Sakrale und das hat jeder
Generator und manifestierender Generator. Ich werde manifestierender Generator, weil das so ein langes Wort ist oder zwei Wörter, werde ich als MG abkürzen. Nur schon mal als als kleine Vorwarnung, kurze Info. Genau, hier ist das Sakrale und hier ist das Milzzentrum, Splenic vielleicht auch, wenn ihr es auf Englisch habt. Also Sakral, Splenic, Solar Plexus oder auch emotional. Das ist das Wurzelzentrum ganz unten und hier geht es dann weiter hoch. Da werde ich aber jetzt, das sprengt den Rahmen, aber dass ihr hier auf jeden Fall wisst, je nachdem, was hier definiert ist, bestimmt dann die Autorität. Genau, und die Profilnummern werde ich auch durchgehen, weil das auch eins mit der spannendsten Sachen ist und ihr euch da vermutlich mit am meisten auch erkennt. Also selbst wenn ihr konditioniert seid vom Typen her, es kann auch vom Profil sein, also eigentlich alles kann natürlich konditioniert sein oder ist konditioniert irgendwo. Aber das Profil, da erkennt ihr euch im größten Teil, zumindest so wie ich es die letzten Jahre gesehen habe, mit am meisten. Deshalb ist das, glaube ich, schön, wenn man da jetzt nicht so viel identifizieren kann. Und wozu ich euch gerne, die Farben sind einfach so gewählt. Die Farben ist zum Teil auch Motorzentren. Es gibt auch Motorzentren, aber das ist im Grunde, wer sich die Farben genauso überlegt hat. Also das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Was mir ganz wichtig ist, auch, also ja, gerade dieses Nicht-Vergleichen, also so zum einen sich selber nicht mit anderen Leuten vergleichen oder auch sich es nicht zu bewerten. Also es wirklich nicht zu bewerten im Sinne von, es gibt kein besser oder schlechter. Also das, was euch mitgegeben wurde, ist perfekt so, wie es ist für eure aktuelle Inkarnation. Es ist einfach perfekt so abgestimmt. Also ihr wurde zu dem Zeitpunkt, egal ob es Kaiserschnitt oder was auch immer natürliche Geburt war, ihr wurde genauso perfekt geboren, auch wenn es schlimm erscheint und man das oft nicht greifen kann, auch egal, was euch passiert ist, als Baby, als Kind, als Erwachsener. Es ist immer traumatisch und wie gesagt, man kann sehr viele traumatische Aspekte auch in den Charts ablesen, aber es wurde euch nicht ohne Grund mitgegeben und es ist euch nicht ohne Grund passiert, auch wenn wir das wirklich, wie gesagt, fühlen und ihr dürft es auch zulassen, aber es ist passiert und es hat euch was mitgegeben, also dadurch habt ihr irgendeine Stärke entwickelt, irgendeine Fähigkeit entwickelt, irgendeine Strategie entwickelt, die euch irgendwo hingebracht hat, wo ihr jetzt seid oder noch hinkommen sollt. Also es gibt keinen besser oder schlechter und ich wollte da mal praktische Beispiele mit reinnehmen. Also unter anderem als Beispiel mit Tatjana und mir. Ich kenne sie jetzt seit 1,5 Jahren und ich finde manche Aspekte bei ihr so faszinierend, die ich in dem Sinne nicht habe. Und es sind so einfache Sachen wie dass sie macht es einfach. Also sie ist jemand, zum einen durch das MG-Dasein, da komme ich gleich ja nochmal zu, aber zum anderen allgemein, es gibt, wie gesagt, viele Aspekte. Wenn sie etwas kauft, macht, wie auch immer, sie bei vielen Sachen überlegt sie nicht lange. Sie macht es einfach. Und ich bin zum Beispiel im Gegensatz jemand, ich mache mir dann Gedanken, ich bin sehr langfristig orientiert. Also ich gucke mir dann immer an, okay, was sind die Schritte dann und was muss ich alles machen dafür? Und dann mache ich es vielleicht erst gar nicht, weil ich schon diese 30 Schritte sehe oder dieses Endbild und denke mir, oh nee, da muss ich das und das und dann ist so und so. Ich starte dann erst gar nicht. Und bei Tatjana, sie macht es einfach. Sie hat sich zum Beispiel, wer zum Beispiel bei Greenie mit dabei ist, sind ja, glaube ich, einige Greenie-Menschen mit dabei. Tatjana hat sich letztes Jahr einfach eine L-Manufaktur gekauft und Tatjana wurde in einer kleinen Einzimmerwohnung und ich habe mir damals schon kurz gedacht, so, ob das was wird. Aber ich dachte, okay, ich lasse sie einfach machen. Und sie findet, und das ist halt das, ich liebe das, also Tatjana, ich liebe das an dir, sie findet dann währenddessen Wege. Also sie findet dann währenddessen Wege, okay, die Manufaktur wird jetzt nicht bei ihr stehen, sondern woanders. Fertig, Problem gelöst. So. Und ich denke mir dann wirklich, ich würde dann denken, okay, das geht nicht. Und wo mache ich dann, wo stelle ich die Manufaktur hin? Da kaufe ich sie gar nicht. Fertig. Tatjana findet wirklich diese Wege. Das heißt deshalb, oder auch als anderes Beispiel, kurz hier diese
Wie gesagt, das sind ja Gates, also diese Ziffern, diese einzelnen Ziffern im Human Design sind Gates und diese Linien zwischen den Zentren, die ihr seht, zwischen diesen farbigen Dreiecken, Vierecken, sind Channel. Und das sind auch, das sind Energien quasi, Zentren miteinander verbinden und wie die Zentren sich austauschen, wie so Zimmer, die miteinander verbunden sind im Haus, könnte ich das vorstellen, oder wie auch Stromleitungen, die mit einzelnen Zimmern verbunden sind. Und dieser Channel hier unten, dieser 18, nochmal größer, dieser 1858er Channel, wird der Channel der Bewertung genannt. Das könnte man jetzt total negativ auslegen und man kann es auch positiv und, ich sag mal, negativ irgendwo sehen, weil auf der einen Seite kann, also ich bin jemand zum Beispiel, und das ist eben diese Energie, dieser eine kleine Anteil in mir, ich sehe immer Verbesserungen. Das heißt, wenn ich mir etwas angucke, sehe ich immer, wie man das noch optimieren und verbessern kann. Das kann aber beim anderen dann wieder als Kritik oder was auch immer empfunden werden oder als negativ oder du siehst alles negativ und siehst nicht die guten Seiten. Auf der anderen Seite eben wirklich dieses, ich sehe immer dieses Verbesserungspotenzial. Und das sind auch gute, man sagt, das sind gute, zum Beispiel gute Geschäftsführer, gute auch Unternehmer irgendwo, die wirklich dann immer wieder sie wollen halt immer dieses Verbesserung, die wollen immer, dass alles verbessert wird. Das heißt, egal welche Energie ihr irgendwo habt, es gibt Geld-Channel, es gibt wirklich verschiedene Energien und jedes ist, also alles ist gut, so wie es ist. Das will ich euch damit sagen. Es gibt da nichts besser, nichts schlechter. Ja, es ist einfach, wie es ist. Und das Schöne tatsächlich daran, und das seht ihr, ich hab zum Beispiel hier einen, auch kurzer Exkurs, hier Definition, ich habe einen Triple-Split. Das ist einfach, ihr seht, hier sind verschiedene Zentren oder verschiedene Abschnitte dann einfach nicht miteinander verbunden in dem ganzen Chart. Und ich habe drei, also wie so drei Cluster einfach. Und was halt das Schöne ist, und das werdet ihr unbewusst immer wieder merken, dass ihr euch mit verschiedenen Menschen anders ergänzt. Das heißt, ihr seid mit irgendjemandem im Raum, ihr habt eine beste Freundin, ihr habt einen Partner, ihr habt was auch immer, da könnt ihr natürlich auch gucken, wenn euer Partner das Chart hat und da andere Zentren zum Beispiel weiß sind oder farbig, wie euch da irgendwo ergänzt oder eben, wie gesagt, diese Channel. Und selbst bei, und das finde ich halt auch das Schöne, selbst wenn ihr zum Beispiel einkaufen seid, und ihr habt die ganze Zeit, habt ihr irgendwas im Kopf und kommt gerade nicht weiter. Und dann seid ihr einkaufen und lauft an irgendeiner Person vorbei, die vielleicht irgendwie hier ein Gate, ein Channel, was auch immer auffüllt für euch. Und auf einmal habt ihr die Idee. Und auf einmal wisst ihr, oh, das ist der nächste Schritt. Also das ist wirklich dieses Schöne an, also seht wirklich alles als diese Energie und als diese Möglichkeit an. Es kann überall passieren, also wirklich, ob ihr mit vielen Menschen unterwegs seid, ob es vielleicht dann zu viel ist, ob ihr mit einer Person, dann merkt ihr, oh, mit dieser Person kann ich mich so schön verbinden und wir haben so eine schöne Dynamik und bei der Person geht es mal in diese Richtung und bei der anderen geht es in diese Richtung. Und das ist, wie gesagt, es ist so, so schön vielfältig und das einfach auch so zu sehen und sehen zu können. Genau, ich gebe euch hier mal einen kleinen Einblick nochmal der Charts. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Charts. Ich habe auch noch ein Programm, für das ich zahle, was auch nochmal anders ist. Genau, hier sieht man nochmal auch noch mehr astrologische Sachen und noch mehr Zahlen und noch mehr Wörter. Also da will ich euch gar nicht so stark verwirren, aber einfach als, dass man sehen kann, wie komplex und wie vielfältig das ist und wie groß wirklich gefächert und wie viele Nuancen da einfach mit einspielen können. Genau, das ist das, was ihr gesehen habt auf dem PDF, was ich geteilt habe von der heutigen Masterclass. Also hier seht ihr zum Beispiel diese einzelnen Gates, welche Energien, welche Konstellationen, welche Zeichen das in der Astrologie hat. Hier seht ihr das. Das habe ich hier noch. Genau, also einfach, damit ihr einen Einblick bekommt, was man dort alles rauslesen kann. Und selbst das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also es gibt wirklich verschiedene, ich habe zum Beispiel viele individuelle Energie, also bei mir geht es viel dadurch wirklich mich noch mehr einzubringen.
Tribal ist zum Beispiel viel dieses Kollektive, viel wirklich Tribe, wie man schon sagt, diese Community. Hier sind die Linienausprägung nochmal, weil nicht nur euer Profil, die Zahlen sind entscheidend. Also das ist wirklich so wie euer Kern. Aber ihr habt bei dem einen Chart gesehen, dass hier bei den Seiten habt ihr auch nochmal diese Punkt 6, Punkt 2, Punkt was auch immer. Das heißt, auch die komplett mit einzubeziehen, ist natürlich schön. Das heißt, selbst wenn ihr ein Profil 1-3 habt, aber viel Zweier-Energie hier in diesen anderen Gates habt, in den Hexagrammen, kann es auch sehr viel mit einfließen. Das heißt, achtet, also ihr könnt auch darauf achten, natürlich, wie viel von welchen Zahlen, von welchen Ziffern ihr da mit drin habt. Ja, ich wollte euch hier vorhin nochmal das Hexagramm zeigen, aber ich kann euch das auch, wo ist es, hier zeigen. Hier diese Sachen, das sind diese Hexagramme. Also hier seht ihr sie nochmal. Die haben alle 6 Linien und es gibt 64 Stück. Und es gibt auch 64 Gates oder 64 Perlen. Und jedes hat wirklich andere Energien, andere Aspekte und die Konstellation ergibt sich dann immer komplett anders. Nur, dass ihr gesehen habt, was Hexagramme sind und wie Hexagramme aussehen. Genau. Und jetzt würde ich gerne weiter in die Typen reingehen. So. Genau, ich starte mit dem, was so am meisten da ist. Mach mal hier so lange. Das wieder aus. Gebt mal gern durch nochmal. Schreibt gerne eine 1, wenn ihr Generator seid. Ich starte nämlich mit den Generatoren einmal. Das sind nämlich, also Generatoren und manifestierende Generatoren sind so 70% der Menschen weltweit. Und dann Generatoren, dann könnt ihr euch ausrechnen, ungefähr 35%. Deshalb haben wir ja auch so viele Einsen. Schön. No, zu MGs kommen wir gleich. Generatoren könnt ihr euch vorstellen. Jetzt zeige ich das, glaube ich, vielleicht doch nochmal. Ich glaube, das macht Sinn, das immer nochmal bildlich. So viele Einsen. Das bildlich zu haben. So. Also, ich bin ja ein Generator, wie ihr sehen könnt. Und Generatoren und MGs, man erkennt einen Generator, selbst wenn ihr jetzt oben den Typen an sich nicht habt. Jedes Chart, was hier dieses rote Zentrum ausgefüllt hat, also wenn es rot ist, ist ein Generator oder ein MG. Also so erkennt man den Generator. Was so viel bedeutet wie, das ist ja diese sakrale, also sakrales Zentrum. Sakral, wenn ihr die Chakrenlehre kennt, ist ja hier, mal gucken, hier unten, also wirklich so der, unterm Bauchnabelbereich. Das ist so der sakrale Bereich und dort habt ihr die, dort kommt ursprünglich diese Power her, dieser Drive, dieses wirklich dieses Kreative, dieses Erschaffen. Das ist so der, dieser Aspekt. Und ganz kurz als Disclaimer, weil es ich das auch die letzten Jahre immer gesehen habe, wenn sich jemand anfängt, damit zu befassen und seinen Typen kennt und zum Beispiel die anderen Typen auch kennt und dann weiß, oh, ich bin jetzt als Beispiel Projektor und ich habe diese sakrale Power hier nicht, weil es heißt, Projektoren müssen oder sollen mehr Pause machen. Und es gibt dann diese Momente, wo die Leute sich dann versuchen, damit rauszureden. Und ja, ich kann das nicht, weil ich bin Projektor oder ich kann das nicht, weil ich bin das und das Profil. Und das ist totaler Unsinn, weil jeder von uns kann alles, nur wir machen es auf eine andere Art und Weise. Also so könnte ich das, glaube ich, ganz schön merken, auch astrologisch genau dasselbe. Jeder kommt von, ich sag mal, von A nach Z. Und ob ihr von A nach Z über oder von A nach B über Z, Y, K kommt oder von A nach C, D und dann wieder nach B. Also jeder kommt wirklich, kann dort ankommen, jeder kann alles, nur halt eben anders. Und es gibt da dann eben Aspekte, auf die man achten kann. Ich sehe gerade, ich habe hier die Prozentzahl 111. Nur wieder das typische Numerologie, wer sich mit Numerologie auskennt. Eine schöne Engelszahl.
Also die sakrale Power bei Generatoren und eben auch bei MGs ist dieses, wie gesagt, dieses Erschaffen. Also dieses Generatoren sind vor allem da und das darf ich lernen. Ich bin sehr viel unter MGs. Generatoren sind hier, um eigentlich in einem Aspekt wirklich meisterhaft zu werden. Also es sind wirklich diese Creator, die sollen in, also wirklich dieses Mastery-Level, sondern diese Meisterschaft eigentlich in einem Bereich entwickeln. Also die wollen immer tiefer gehen in einem Bereich. Wenn ihr diese sakrale Power in euch spürt, so wie bei mir mit Thema Metaphysik, will ich immer tiefer gehen. Ich will immer tiefer gehen in die Metaphysik. Ich will immer mehr davon verstehen. Ich kann die Metaphysik dann mit anderen Sachen zum Beispiel verknüpfen. Aber bei mir ist, ich sage jetzt mal, dieser Kern zum Beispiel Metaphysik. Und wie ich diesen Kern dann weiter ausbaue, ist mir überlassen. Aber ich habe diesen einen großen Kern. So, das ist mein Kern. Und das ist so dieses, also nur weil auch Generatoren diese sakrale Power haben. Das heißt, wir können, und das vielleicht werdet ihr euch da wiederfinden, ob MG oder Generator, wenn euch was Freude macht, also wir können auch ausbrennen. Wir können auch, als selbst als Generatoren können wir ausbrennen, obwohl die anderen Typen theoretisch schneller ausbrennen können. Aber wenn uns etwas nicht Freude macht und wir trotzdem durchziehen und durchziehen und durchziehen, können selbst wir ausbrennen. Obwohl wir eigentlich dauerhaft diese sakrale Power in uns haben, können wir ausbrennen. Und bei uns geht sehr, sehr viel darum, wirklich zu gucken, was macht dir Freude und dann dort noch tiefer und tiefer reinzugehen. Das heißt, bei mir, wenn ich, wir können uns in der Zeit verlieren. Also wenn ihr einen Partner habt, der kein Generator ist und ihr zum Beispiel irgendwas, euch irgendein Thema so Freude macht und ihr so drin seid und die Zeit vergesst. Also eigentlich ist das so ein guter Anhaltspunkt, wenn ihr wirklich die Zeit vergesst bei etwas, dann wollt ihr auch nicht gestört werden. Ihr macht dann, auch wenn ihr dann, ihr habt immer wieder mit manchen Geschichten, dass ich dann auch manchmal nachts dann irgendwo sitze und ich kann da nicht aufhören, weil ich gerade so in diesem Thema drin bin und so Freude habe an diesem Thema und weiter wirklich dieses erschaffen möchte, dass mir da keiner gerade irgendwie in die Quere kommen soll, dass ich aufhören soll, weil ich schlafen soll oder sowas. Also lasst das zu. Schaut wirklich, und das ist halt das Schöne eben auch zu wissen, was für ein Typ der Partner ist. Kinder. Oh mein Gott, ihr könnt so viel für eure Kinder tun, wenn ihr wirklich nicht nur die Typen wisst, die Profile wisst, wenn ihr die verschiedenen Energien wisst. Ihr seht die Pfeile hier oben über dem Kopf beim Human Design. Ihr könnt dort sehen, wie die Umgebung des Kindes am besten sein soll, ob es zum Beispiel besser im Obergeschoss schlafen soll, ob es Höhlen liebt, ob ihr vielleicht wie so eine Art Baldachin dem Kind zaubert. So ein Kind bin ich zum Beispiel, bin ich immer noch. Also man kann wirklich gerade bei Kindern, wenn man wirklich das verstehen kann und immer wieder einfach so ein paar Aspekte verstehen kann, oh, es kann so viel verändern. Also achtet wirklich darauf, vor allem wirklich, was euch Freude macht, und lasst euch da nicht von abbringen und schaut wirklich, was auch euer Partner, gibt eurem Partner das auch einfach als Info. Ich meine, wenn er das auch weiß, kann er da natürlich auch drauf achten, er oder sie, der, die das Partner. Genau, worauf ihr achten könnt, also ich meine, ihr werdet selber wissen, was euch Freude macht und was nicht, aber immer ein guter Anker ist Frustration. Also ihr seht es hier oben, seht ihr Not-Self-Thema, Frustration. Das heißt, wenn ihr frustriert seid, seid ihr, wie schon irgendwo sagt, nicht ihr selbst. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr frustriert seid, also bei uns kommt wirklich diese Frustration hoch. Und das ist dieser Indikator für, okay, das ist nicht das, was wir machen sollten. Also spätestens da solltet ihr wissen, okay, nein. Ich meine, ihr werdet so oder so spüren, aber manchmal hat man diese Verbindung nicht. Und wenn man dieses Wort irgendwo auch hat, diese Frustration, kann man sich vielleicht noch ein wenig mehr damit identifizieren. Genau, MGs, manifestierende Generatoren. Lang ist eine Mischung, ist ein Hybrid-Typ. MGs ist also dasselbe, wie gesagt, mit der sakralen Power. Der Unterschied ist, wenn man jetzt den Typen hier nicht stehen hat, haben sollte, ist, dass irgendein Motorzentrum von hier unten mit dem, nicht hier, Milz ist kein Motorzentrum, hier die
drei mit dem Hals verbunden sind. Das hier ist der Hals, hier dieses andere braune, dieses braune Viereck. Das heißt, wenn hier ein Channel irgendwie mit dem Hals verbunden ist, das ist ein Indikator für MGs. Und wie gesagt, das ist eine Mischung. Also ein MG ist dieses, genauso dieser Creator, mit dem Unterschied, dass ein MG, und wie gesagt, ich habe sehr viele MGs, auch Tatjana als ein MG um mich herum, worauf ich dann so ein bisschen drauf achten muss. Ein MG ist jemand, der mehrere Sachen, er bekommt Energie, wenn er mehrere Sachen gleichzeitig tun darf. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Jongleur, er hat mehrere Bälle in der Luft und das gibt ihm wirklich Energie, ob es verschiedene Projekte sind, verschiedene Themen, mit denen er sich befasst. Es sind wirklich immer diese Bälle und das heißt aber nicht, und das ist halt diese Kunst, und da darf der MG auch immer wieder darauf achten, es heißt nicht, dass ihr alle Bälle auch wirklich, oder also ich sag mal Projekte zu Ende führen müsst. Und das ist halt diese Krux ein bisschen daran, dann zu schauen, dass ihr trotzdem manche Sachen auch durchzieht. Also das ist immer, das kann sich so ein bisschen zeigen, dass ihr dann schnell die Bälle einfach fallen lasst und dann ist halt vorbei, was total okay ist. Ihr müsst dann nur darauf achten, wenn zum Beispiel andere Leute mit involviert sind. Gerade bei Generatoren zum Beispiel, die es dann lieben, und ich sehe das bei mir, ich kriege ein Projekt und ich stürze mich dann rein. Und wenn dann, ich habe damals zum Beispiel Chefs gehabt, die beide MGs waren und die dann immer 30 Bälle in der Luft hatten und mir dann 5 zugespielt haben und ich bin dann tief reingegangen und dann haben die einfach fallen lassen, aber mir zum Beispiel auch gar nicht Bescheid gesagt und dann, ja. Also gerade so als zum Beispiel als Generator kann das dann wieder frustrierend sein, wenn dann diese Bälle fallen lassen werden von einem MG. Also darauf achten, aber das ist, wie gesagt, euer Normal. Also auch da, wie beim Generator, wenn ihr erstmal Freude habt an der Sache und da stundenlang dran sitzt, ihr dürft das und ihr dürft mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen haben. Ihr dürft das. Wie gesagt, ihr nur halt darauf achten, dass man trotzdem manche Sachen durchzieht, aber wenn ihr von 30 Bällen nur 10 durchzieht, ist das absolut okay und das ist euer Normal. Genau, man kann, wie gesagt, das ist eine Mischung aus Generator und Manifestor. Der Manifestor kommt gleich. Und da halt darauf achten, zum einen auf die Frustration und zum anderen auf Wut. Also Wut und Frustration ist beim MG, sind so die Aspekte, die Indikatoren, die ihr beachten könnt. Also da einmal zu gucken, okay, ist das das, was mir Freude macht? Bin ich frustriert? Weil meistens fängt es an mit Frustration und geht irgendwann in Wut über. Also wenn ihr wirklich merkt, ihr seid wütend und oder frustriert, dann ist das auch wieder dieser Indikator, okay, es ist gerade nicht das, was ich machen sollte, irgendwas stimmt da nicht. Genau, so, Manifestor ist quasi im Grunde, also es können auch hier alle Felder ausgefüllt sein, nur dieses rote eben nicht, dieses Sakrale, also das ist dann weiß beim Manifestor. Und Manifestor ist, Manifestor könnt ihr euch so vorstellen, ihr schreibt mal ganz kurz, ich habe da gar nicht gefragt, wer MGs ist. Ich habe auch immer ein paar MGs gesehen. Schreibt mal bitte eine 1, wenn ihr Manifestor seid, vielleicht haben wir hier ein paar. Ute hebt die Hand. Schreibt gerne mal in den Chat, genau, MGs könnt ihr auch noch reinschreiben. Ansonsten ein M, zum Beispiel für Manifestor. Aber Manifestoren sind ungefähr... sind sehr wenige auf der Welt, aber das sind somit unsere Visionäre tatsächlich. Also ich habe vielleicht eine Sache noch vergessen zu erwähnen, gerade bei meinen manifestierenden Generator, MGs, ich sage ja dieses Wort, die können sehr schnell sein. Also nicht nur, dass sie verschiedene Bälle in der Luft haben, die ziehen wirklich teilweise so schnell durch, so schnell könnt ihr nicht gucken. Also wirklich, die gehen, wie ich vorhin gesagt habe mit Tatjana, manchmal ist es so schnell in dieser Umsetzung, dass andere gar nicht gucken können. Utes Manifestor. Spannend. Was, sonst sehe ich noch kein Manifestor. Also Ute, du bist unsere Visionärin. Und was immer ein schönes Bild tatsächlich ist, Manifestoren stammen irgendwo ahnentechnisch von Königen ab. Und gerade bei Kindern, wenn ihr
Manifestoren Kinder habt. Und ich hatte da erst vor ein paar Wochen mit einer alten Freundin, hab ihr da ein paar Infos über ihre Kinder durchgegeben, und ihre kleinste Tochter ist Manifestor. Und ich habe ihr das dann durchgegeben mit den Königen. Und sie meinte, das stimmt so sehr. Also ihr müsst euch das vorstellen, Könige sind, also Könige geben die Vision vor, Könige sagen irgendwo, was andere machen sollen. Also eigentlich ist der König, der Visionär, der Manifestor dafür da, diese Vision, also immer groß zu denken, immer mutig zu denken, also wirklich so diesen Weg vorzugeben. Und der hat dann zum Beispiel manifestierende Generatoren und Generatoren, die das dann umsetzen. Also MGs und Generatoren sind so diese Umsetzungs-, haben so diese Umsetzungspower, sind so diese Pferde, oder auch MGs, diese Rennpferde irgendwo. Und der Manifestor gibt in der Regel so diesen Ton an. Und wenn ihr Kinder habt und ein Manifestor-Kind habt, dann könnt ihr da auch mal drauf achten. Vielleicht ja, kommt es noch durch, weil bei Kindern ist es ja noch zumindest die ersten Jahre sehr real, sehr roh, die Energie. Das heißt, da ist noch nicht viel konditioniert bei ganz kleinen Kindern. Also da mal drauf zu achten, ob vielleicht euer Kind, euer Manifestor-Kind so den Ton irgendwo vorgeben will und sagt, oh, ich würde gerne das und das machen, oder will gerne das und das so haben, aber macht dann dafür nichts, weil es erwartet, dass die anderen was machen. Also Ute, nichts Negatives in dem Sinne. Ihr seid einfach ihr seid dafür gemacht, diese Vision vorzugeben und das auch nicht klein zu reden oder nicht abzutun. Wenn ihr das damals vielleicht nicht ausleben konntet, kann es sein, dass ihr eine schwierigere Kindheit hattet, weil euch die Leute einfach nicht verstanden haben, oder dann wahrscheinlich, wie es halt so ist, wenn jemand irgendwie den Ton vorgibt und dann nichts macht oder will, dass die anderen das dann machen, kommt es wahrscheinlich nicht ganz gut an. Also es kann euch dann so eine schwierigere Kindheit beschert haben, aber es ist einfach eure Energie, das ist euer Standard. Ihr seid dafür da, den Ton anzugeben. Das ist halt das Schöne, und das ist, was ich meine. Wir brauchen halt alle. Wir brauchen alle Positionen, wir brauchen alle Energien. Wir brauchen halt wirklich von jedem irgendwo etwas, und jeder hat seine Rolle. Und das ist halt das Schöne. Und gerade bei, ich habe ja gesagt, zum Beispiel, ich mache auch viel, ich arbeite gerne mit Teams zusammen. Gerade wenn man zum Beispiel ein Manifestor im Team hat, beziehungsweise auch als Manifestor ein Manifestor-Chef ist, beispielsweise, oder Unternehmer und seine Teammitglieder hat, ist es hilfreich, wenn zum Beispiel ein MG mit im Team ist und das den anderen übersetzen kann, wenn ihr versteht, wie ich meine, weil der noch den Manifestor mit am meisten verstehen kann von allen, damit es dann, also mit wirklich dieses Kollektiv dann dem Manifestor wie so folgen kann. Also das macht es auf jeden Fall immer noch eher angenehmer. Genau, Projektor hat quasi, hat auch die sakrale Power in dem Sinne nicht. Könnt ihr mal ein P schreiben, wer Projektor ist. Ich habe auf jeden Fall vorhin zwei, drei, glaube ich, gesehen von Bianca. Nina ist Projektor, Ingolf, doch noch ein paar mehr. Projektoren müssten um die, ich glaube, 8-12% weltweit sein. Dann haben wir doch ein paar. Sehr schön. Projektoren ist auch sehr, sehr schön, vor allem auch im Team zu haben, weil Projektoren sind super Manager. Projektoren können wirklich Leute führen, also sind dafür gemacht, auch anderen zu helfen, Dinge zu verbessern zum Beispiel. Also es haben wirklich diese lösungsgebende Energie. Projektor ist so dieser Leader, dieser Manager-Typ. Und was halt toll ist bei euch, beziehungsweise was ihr irgendwo braucht, guck mal, 21%, habe ich die Zahlen vertauscht. Genau, Manifestoren waren 8% und Reflektoren sind ganz, ganz selten. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ich vorhin einen Reflektor gesehen habe, ob wir hier Reflektoren haben. Genau, also beim Projektor halt, worauf ihr drauf achten könnt, was allem wichtig ist im Umgang mit anderen Menschen, weil ihr, die Sache ist, ihr wisst es besser. Ihr wisst es besser, das ist eure Energie. Ihr wisst, ihr habt diese Lösung, aber viele Menschen sind wahrscheinlich noch nicht bereit,
diese Lösung zu hören. Und wenn ihr diese Lösung den anderen Leuten gebt, ohne dass sie danach gefragt haben, kann es dann wirklich so dieses ja, Besserwisserische irgendwo sein, was rüberkommt. Ja, auch da wieder, es ist eure Energie und es ist komplett okay. Was, wo ihr auf jeden Fall darauf achten könnt, ist im Idealfall, dass jemand um euren Rat bittet. Also das wäre so euer Idealszenario, wo ihr dann richtig loslegen könnt und sagen könnt, oh, ich habe dieser Weg und so kannst du es machen und so kannst du es machen. Also das ist so wirklich das, damit ihr nicht falsch rüberkommt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch beim, ganz kurz zurück zum MG und Manifestor, was bei euch ganz cool ist, ist Leute zu informieren. Also das ist ganz wichtig, weil ihr habt so eine Energie, also die braucht es, dass die Leute Bescheid wissen. Also wenn ihr den nächsten, ihr müsst nicht erklären, warum ihr was wie macht, sondern einfach nur, gerade wenn ihr mit anderen Leuten seid und zum Beispiel irgendwo diesen Plan vorgibt, einfach nur sagen, ich mache das jetzt so und so, wir machen das jetzt so und so, ich habe das und das vor. Also ihr müsst euch, es geht nicht wirklich darum, euch zu erklären, aber die anderen haben sonst, wie soll ich sagen, wenn ich das damals für mich vom Gefühl her erklären könnte, wie ich mich gefühlt habe, das ist so nicht übergangen werden, aber es ist irgendwie, als würde der MG oder der Manifesto einfach so den Weg gehen, aber die anderen vergessen mitzunehmen. Also so fühlt es sich so ein bisschen an für die anderen Typen. Und für euch ist es einfach nur wichtig, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel irgendwo wirklich eure Gruppe habt, ein Team habt, wen auch immer in eurem Umfeld habt, dass ihr einfach nur Bescheid sagt. Oder wenn ihr familiär, also man kann ja sehr viel in der Familie mit reinnehmen oder als Familie gemünzt, dass ihr einfach nur sagt, ich mache jetzt, also jetzt nicht, dass ihr jeden Schritt vorgibt und sagt, ich gehe jetzt den Müll rausbringen oder so, sondern einfach nur, ich gehe schon mal ins Auto und komme gleich nach oder was auch immer. Dass die Leute einfach nur kurz Bescheid wissen. Also das ist so eure, so ein Tipp, den man da mitgeben kann. Genau, was ich vorhin meinte, mit dass manchmal Typen sagen, oh, ich kann das nicht, weil ich bin so und so, das hört man nämlich oft vom Projektor oder auch eben vom Manifestor, wenn diese sakrale Power nicht da ist. Das heißt, weil es oft heißt, Design ist ja die letzten Jahre schon irgendwo so dieser Trend geworden und viele geben das dann wirklich so schwarz oder weiß wieder oder die Leute verstehen es schwarz oder weiß, sehen, wie man will, dass zum Beispiel Projektoren, wenn man sagt, Projektoren brauchen mehr Pausen, Projektoren haben diese sakrale Energie nicht, haben nicht diese konstante sakrale Power, dass die sich dann gerne rausreden mit, ich kann das nicht, weil ich bin Projektor. Da ist einfach nur so, dass ihr wie so eine Art Detox, wie so eine Art Reinigung manchmal braucht von dieser sakralen Energie. Das heißt, wenn ihr zu viel mit sakralen Wesen umgeben seid, von denen umgeben seid, dass ihr euch immer wieder mal so rauszieht, immer wieder mal so Pausen macht. Also da geht es drum. Und dass ihr zum Beispiel, wenn ihr ein eigenes Business habt oder sowas, schon irgendwo diese sakrale Energie der Generatoren und Manifestoren irgendwo braucht, damit ihr wirklich irgendwo auch eure Inkarnation erfüllen könnt. Also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, jeder kann alles, aber bei manchen Punkten ist es wie ich gesagt habe, mit Team, es gibt, wie gesagt, verschiedene Energien, es gibt je nachdem, wer wie viel Energie in den einzelnen Codes zum Beispiel drin hat, es gibt Menschen, die viel Energie haben, die Dinge starten, es gibt die Leute dann, die wieder eher Dinge durchziehen, es gibt Leute, die aus bestehenden Sachen zum Beispiel was ganz Neues kreieren, also dass ihr wirklich diese Balance irgendwo habt und es geht wie bei allem, wirklich auch gerade beim Projektor darum, wirklich diese ideale Balance irgendwo für dich zu finden, zwischen sakraler Energie und wirklich mal Detox und Reinigung. Also, dass ihr zwischendurch euch rauszieht, beim Manifestor ähnlich und beim Reflektor, wo ich jetzt drauf zukomme, und ich glaube, wir haben hier keine drin, ich glaube, es ist nämlich nur 1% Reflektoren auf der Welt. Ich persönlich kenne auch nur, ja, ich kenne trotzdem eine Handvoll, weil ich ja jetzt einige Menschen auch viel in dieser metaphysischen Richtung kennengelernt habe. Aber in meinem Umfeld tatsächlich, in meinem direkten Umfeld kenne ich bis jetzt noch keinen Reflektor.
Und wenn ihr einen Reflektor in der Umgebung habt, werdet ihr das merken, weil die, also gerade wenn Leute wenige oder viele helle Zentren, also wirklich weiße Zentren haben, dient es wie ein Spiegel. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wie, ja, wie so ein, also ihr werdet wirklich gespiegelt. Ich nehme mal wieder die Dings hier weg. Freigegeben mit Bildschirm. Also ein Reflektor wird euch wirklich komplett spiegeln. Es ist wie, als würdet ihr vor dem Spiegel stehen und ihr könnt dem irgendwo nicht entkommen. Reflektoren sind sehr empfänglich für andere Menschen. Also gerade viele auch Menschen, vielleicht auch Projektoren von euch, die viele offene Zentren haben, die viele weiße Zentren haben, sind verstärkt empfänglich für die Energien anderer. Und das meinte ich vorhin auch mit den Projektoren, die dann auch mal Abstand haben oder Detox haben von der sakralen Energie zwischendurch, dass ihr nehmt wirklich viel mehr von eurem Umfeld auf. Gerade zum Beispiel das Solarplexus-Zentrum, wenn das offen ist, das kann sein, dass ihr, und ich habe das tatsächlich auch, obwohl ich das definiert habe, viel, dass ich oft nicht weiß, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ob das jetzt gerade meine Emotionen sind oder die der anderen. Und das wird euch vor allem mit vielen offenen Zentren wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass ihr dann auf einmal wütend seid oder auf einmal irgendwas empfindet und dann seid ihr allein und dann ist es weg und euch geht es wieder gut. Also da immer so leicht drauf achten. Also gerade Reflektoren, die können wirklich, was halt das Schöne ist, sie nehmen alles kollektiv, also alles, was auf der Welt an Energien ist, wirklich auf, was natürlich auch sehr anstrengend sein kann. Aber die können die Energien des Kollektivs lesen, sie können es steuern und sie können es verstärken. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Teal Swan kennt. Ich gebe mal den Namen ein. Das ist eine so der, ja, ich sag mal, bekanntesten Reflektoren da draußen, die man so in der Öffentlichkeit kennt. Und die macht das zum Beispiel immer. Die ist wie dieser Channel des Kollektivs. Also sie nimmt diese Energien der Menschen wirklich auf und kann das dann steuern, gibt es wieder und kann dann Lösungen präsentieren. Also man kann nicht, als Reflektor kann man nicht weggucken. Genau, also es ist irgendwo auch dieses, also nicht nur dieser Channel des Kollektivs, es ist auch irgendwo dieser Orakel, also wie so eine Art Orakel, es kann auch so ein bisschen die Richtung steuern. So, ich würde jetzt einmal noch auf die Linien zu sprechen kommen. Bin ja doch schon jetzt weit gekommen mit der Zeit. Gebt gerne mal nochmal durch euer Profil. Das sind ja immer diese zwei Linien. Was euer Profil ist. 1, 3, 4, 6 habe ich vorhin gesehen. 3, 5 habe ich gesehen. 2, 4 habe ich gesehen. 6, 2, 4. Sehr cool. So. Ich finde es schön, dass wir so einen, doch so einen Mix haben. Oft sieht man dann doch noch so Muster der Einzelnen, weil wir viele Vierer haben. Spannend. Genau, 4-1 und 1-4 sind tatsächlich echt selten, Erika und Regina. Genau, die Nummern kurz als Erklärung, wie die sich hier zusammenstellen. Also ihr seht ja hier die linke Spalte und die rechte Spalte. Das ist, hier seht ihr Design. Design ist das Körperliche und Personality ist der Verstand. Das heißt, ihr werdet euch eigentlich oft mehr wiederfinden, natürlich im Verstand, weil wir sehr oft im Kopf sind. Wer sich mit dem Unterbewusstsein auskennt, weiß, dass man sagte eigentlich so 80-20, wahrscheinlich ist das Unterbewusstsein noch stärker als 80%. Deshalb könnt ihr euch vorstellen, dass eigentlich die linke Seite wichtiger ist vom Prinzip und wenn man es noch mehr tiefer verstehen möchte. Genau, hier kann man nämlich auch auf der linken Seite viel wirklich diese vergangene Ahnenthemen und rauslesen. Das heißt, diese Seite wurde gebildet, ich glaube, 3 Monate vor eurer Geburt tatsächlich. Mit der Rechtsseite könnt ihr euch, wie gesagt, mehr identifizieren.
Erika, ich gehe mal auf die Nummern ein, dann kannst du es auf jeden Fall mal mehr sehen. Ansonsten ist es immer ein bisschen schwieriger, auf alles einzugehen. Aber ich gebe dir gleich auf jeden Fall einen Einblick. Genau, also hier mal nur kurzer Exkurs, wie das hier aufgebaut ist, rechte, linke Seite. Das heißt, wenn ihr jetzt hier habt Profil 1.3, dann seht ihr hier dann wirst du wahrscheinlich, Yvonne zum Beispiel, du wirst hier die 1 haben bei Personality und auf der anderen Seite die Punkt 3. Das heißt, ihr habt wirklich auf der linken Seite ist die Verstandesebene und auf der rechten, also nach dem Slash, ist so der körperliche Anteil. Tja, ich gehe nochmal hier raus. Genau, und wer eine 1 bei euch im Chart hat und im Grunde gesehen, die Energien dahinter sind immer irgendwo identisch. Also ihr könnt es natürlich, man kann zum Beispiel viele, gerade auf der rechten Seite körperlich, kann man viel körperlich dann noch rauslesen, was ihr braucht, was vielleicht an körperlichen Themen hochkommen kann. Ich glaube, was hilft vor allem, ist auch da wieder diese Chakren irgendwo mit aufzugreifen. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen. Ich meine, ihr habt dieses Hexagramm gesehen mit den 6 Linien und 1 fängt immer, wie es irgendwo auch ist, 1 ist so dieses Fundament. Das heißt, 1 fängt im Grunde im Wurzelzentrum an, also wirklich unterm Sakral. Und auf körperlicher Ebene, gerade dort, hat dieses Fundament, also ihr könnt euch das immer so verbildlich vorstellen, es ist zum einen der erste Schritt. Es ist auch irgendwo diese Generatorenergie, dieses tiefer, tiefer tauchen wollen in Dinge. Und es ist auf körperlicher Ebene, es kann also gerade so Sachen mit Knochen zum Beispiel, das ist eins, wenn die eins hinten steht, gerade auf körperlicher Ebene kann es körperliche Geschichten mit den Knochen zum Beispiel sein, also alles, was dieses Fundament aufgreift. Und die Linie 1 ist, weil sie eben gerne tief taucht, da geht sehr viel um. Sie ist eigentlich Experte in einer Sache. Also es geht darum, wirklich Experte in einer Sache zu werden. Also wie gesagt, ähnlich wie diese Generatorenergie, wirklich meisterhaft in einer Sache zu sein, wirklich ins Detail zu gehen, tief zu tauchen in einem Thema. Was ganz spannend ist, dass gerade auch 1.3er zum Beispiel, sie sind nie fertig. Also gerade die 1.3er, aber generell die 1, ihr wollt immer mehr. Also ihr denkt immer, ihr wisst immer noch nicht genug. Also ihr wollt immer, immer mehr wissen. Also es geht sehr, sehr viel ums Wissen. Und gerade wenn man zum Beispiel sich selbstständig macht oder selbstständig ist, ihr habt immer dieses Verlangen, noch mehr wissen zu müssen in Dingen. Und ihr könnt dann nicht, genau, Wissensdurst. Ihr könnt dann nicht, also ihr traut euch dann nicht mit etwas rauszugehen, weil ihr denkt, ihr seid noch nicht fertig. Also diese 1 ist wirklich dieses nie fertig sein, diese Energie von nie fertig sein. Man sagt gerne Zertifikatesammler, ihr braucht noch ein Zertifikat und braucht noch eine Ausbildung und nochmal das tiefer Wissen. Auf der anderen Seite, ihr seid Experten, ihr seid wirklich Experten, ihr seid wie wandelnde Bibliotheken und dürft wirklich mit eurer Weisheit zum einen rausgehen, ihr dürft diese Weisheit an andere tragen und ihr dürft diese Weisheit, also ihr dürft andere damit beeinflussen, vor allem mit eurer Weisheit. Das heißt, ich glaube, der größte Tipp für euch, teilt euer Wissen. Teilt euer Wissen und hört auf mit diesem Gedanken und mit diesem Gefühl von, ich bin nicht fertig, weil ihr seid fertig und ihr könnt, genau, ihr bleibt immer Schüler. Aber das Ding ist trotzdem dieser Wissensdurst. Also wenn ihr das einfach, ich habe auch so viele 1.3er, die ich kenne, was ich großartig finde, ihr seht es auch, ich habe eine 1.3er Freundin zum Beispiel, die hat schon so viele Dinge ausprobiert. Also diese Dreier-Energie komme ich ja gleich zu, ist viel Experimentieren. Und gerade dann diese 1.3, ob es verschiedene Sportarten sind, ob es verschiedene Hobbys sind. Also ihr wollt immer, immer noch irgendwas Neues erleben. Und gerade diese 3 auf der körperlichen Seite ist wirklich das, ihr wollt körperlich auch was erleben. Und 1 Verstandesebene, dann wieder noch tiefer rein, noch tiefer rein. Also das ist so diese 1er-Energie. Die 2er-Energie, ich habe ja viele auch 2-4er gesehen, 2-5er habe ich nicht gesehen. Genau, weil 1er-Linie wäre zum Beispiel 1-4, 1-3, 5-1, dann haben wir noch 4-1.
Genau, da habt ihr so diese 1-Energie. Linie 2 ist 2-4, Profi 2-4, Profi 2-5. Das sind so die Menschen. Ich habe tatsächlich auch viele 2-4er in meinem Umfeld. Tatjana ist auch eine 2-4. Was super schön ist, ihr könnt. Zum einen seid ihr in einer Sache wirklich, also es hat so eine Energie von Naturtalent sein in einer Sache, aber ihr seht es nicht. Also ihr könnt es, ihr seid so natürlich gut in etwas, aber ihr könnt nicht erklären, warum. Vielleicht fällt euch da irgendwas ein bei euch oder bei anderen Menschen, die eine, zum Beispiel eine 2-4 sind oder diese 2 haben im Chart. Also ihr habt irgendwo diese Superpower in euch, die ihr aber nicht erklären könnt, die einfach so natürlich da ist. Und was auch absolut schön ist bei der 2 ist dieses, ihr könnt richtig schön Intimität herstellen. Also gerade diese Verbindung, 2 ist ja 2 Menschen, also 1 kann viel auch eben alleine und ist dann in ihrem, in ihrem Zimmer und sucht noch mehr nach Wissen. Und die 2 ist dann wirklich dieses 2 Menschen. Also ihr könnt super gut Intimität mit einer anderen Person herstellen, was natürlich auch super ist, falls hier irgendwer ist, der Coach ist, Mentor, Berater, was auch immer in die Richtung geht, Heiler. Also ihr könnt wirklich diese Verbindung, diese Intimität mit jemand anderen super gut herstellen. Und auf der anderen Seite ist die 2 jemand, egal ob körperlicher oder eben auf Verstandesebene, weil ob ihr jetzt vom Verstand Rückzug braucht oder körperlich, eben dieses Bedürfnis nach Rückzug ist ganz stark bei euch da. Also gerade, ihr werdet es kennen, gerade die 2-4er zum Beispiel, 2-4er ist, ich glaube 2-5er hatten wir hier eh nicht drin im Chat, 2-4er ist jemand, der wirklich dieses, die 4er-Energie ist viel Menschen-Community und die 2 ist dieses irgendwo Zeit mit einer Person, aber irgendwo auch alleine. Und ihr müsst wirklich diese Balance finden zwischen Zeit für sich, wirklich zum Verarbeiten und ich gehe unter Menschen. Und das ist, also auch da wieder, das ist halt das Schöne, auch die anderen zu sehen und die anderen irgendwo verstehen zu können. Auch das zu verstehen, wenn ihr jemanden in eurer Nähe, irgendeinen Herzensmensch habt, der eine 2-4 ist. Das werdet ihr dann vielleicht auch kennen. Man weiß manchmal nicht genau, was diese Person jetzt gerade braucht. Also gerade bei der 2-4, sehr, sehr, sehr wichtig, kommunizieren, was man braucht. Kommuniziere, ich möchte jetzt gerade alleine sein, auf liebevolle Art und Weise, so dass die anderen einfach nur Bescheid wissen, okay, die Person braucht gerade Zeit für sich. Also einfach nur da, dass die 2-4 muss wirklich lernen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und für sich einfach zu wissen, okay, ich brauche diesen Rückzug. Genau. Zur 6 komme ich ja gleich noch. Also die 2 habt ihr dann auf der, auf der körperlichen Seite, vielleicht da körperlich schon mal zu. Die 2 körperlich hat viel, also wenn die 1 dieses Fundament ist, dieses Knochenkonstrukt, hat die 1 viel mit Organen zu tun, mit Fluss, mit Wasser. Kann sein, dass gerade die 2er-Linie viel mit Wassereinlagerung zu tun hat, also gerade solche Geschichten, dass ihr, also man kann da die Thematik noch tiefer gehen, also gerade achtet drauf, gerade bei dieser 2, dass euer Wasserhaushalt aufgefüllt ist, viel trinken, Massage, also gerade wenn ihr solche Sachen habt, guckt da immer, was braucht ihr vielleicht, also überlegt euch das wirklich bildlich, also wirklich mit Fundament und, so dass wir auch lernen, also nicht nur, dass ihr von jemandem die Instruktion braucht, was ihr tun könnt, also ihr habt natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, ich gebe euch ja nachher Angebote, auch wenn ihr da noch tiefer reingehen möchtet, aber schaut auch für euch also was vielleicht auch logisch ist, da so ein bisschen verbildlicht mit zu arbeiten, also das regt auch da habe ich gelernt die letzten Jahre, die Fantasie auch an, zu sehen, okay, das macht Sinn. Also wenn das vielleicht, keine Ahnung, hier das Fundament ist, das geht dann höher, was brauchen wir dann? Was brauchen wir, wenn es um Wasserhaushalt geht, um Flüssigkeiten? Was kann ich dann machen? Mehr trinken, Massagen, vielleicht sich auch selber massieren, solche Sachen. Also da gerade bei 6-2, 2-4, also Wasser ist auf jeden Fall euer Thema. Genau, die 3 habe ich gerade schon kurz angerissen. Bei der 3 geht es viel um Experimente und die 6-2er da auch zuhören, weil die 6 ist gerade so bis zum 30. um die 30. Lebensjahre
agiert mehr oder weniger wie die drei. Also da, vielleicht erkennt ihr euch da wieder oder von früher. Also ich habe ja die 4-6, ich erkenne mich da auf jeden Fall wieder. Die 3 bei 3, bei der 3 geht es sehr, sehr viel um Experimente. Also immer experimentieren, ob es auf der körperlichen Seite ist, diese körperlichen Erfahrungen machen wollen oder eben auf der Verstandesebene. Es geht immer ums Experimentieren und vor allem um wie dieses Try and Error, also wirklich ausprobieren, hinfallen, weitermachen, was Neues machen. Ich habe gesehen, es war auch irgendwo eine 3-5 mit drin im Raum. 3-5er und ich kenne auch 1-2. Man sagt zu 3-5ern gerne Steckdosenkinder, weil sie immer wieder in die Steckdose fassen und immer wieder teilweise auch dieselbe Erfahrung was machen müssen, um dann zu erkennen, oh, tut weh. Oh, ich probiere jetzt nochmal. Oh, tut weh. Also das ist so diese 3er-Energie und vor allem dann wieder 3-5. Und wie gerade schon gesagt, diese 1-3er, 6-3 ist ja auch quasi noch mit, ich glaube, eine 6-3 hatten wir auch mit drin im Chat, also 1-3er, dieses gerade diese Expertise mit diesem Experiment vereint. Das heißt, ihr experimentiert immer weiter und die drei eben auch. Und bei der 3-5 geht es auch um diesen, so lange zu experimentieren, bis man irgendwo diesen Flow hat. Auch wenn es um andere Menschen geht, dass man verschiedene Blickwinkel hat, ein 3-5 oder ein 1-3. Ne? 1-3 ist ja wirklich dieses, ihr dürft wirklich lernen, auch mal Stopp zu machen und nicht weiter nochmal in die Tiefe zu gehen. Oder beziehungsweise die dürft in die Tiefe gehen, aber nicht, dass ihr denkt, ihr wisst nicht genug. Bei der 3-5 ist es so, ihr seid in dem Sinne nie fertig, aber es geht wirklich um diese Experimente und das auf dem Laufenden zu halten. Also auch wenn ihr mit Leuten zusammen seid oder mit eigene Kunden habt. Es geht bei euch nicht darum, den einen Weg vorzugeben, sondern gerade bei der 3 geht es darum, es ist wie eine Art Buffet darzulegen. Also gibt den Leuten wie eine Art Buffet und die können sich dann was aussuchen. Und ihr dürft immer wieder was ändern. Ihr dürft immer wieder eure Angebote ändern. Also dass der Kunde wirklich mit, es ist wie dieses Erlebnis, was mitläuft. Also der Kunde gestaltet quasi immer wieder neu und der Kunde ist in dieser Gestaltung mit dabei. So, das ist so diese Dreier-Energie. Genau, bei euch gibt es auch, also ihr könnt den Leuten, weil ihr schon so viel ausprobiert habt mit der 3, ihr könnt den Leuten Abkürzung geben. Also das ist so diese Dreier-Energie, ihr könnt den Leuten die Abkürzung geben, weil ihr schon so viel Erfahrung gemacht habt in eurem Feld. Und vielleicht da noch wichtig ist, ihr habt dann auch die, gerade auch die 1-3, ihr habt so die meiste Erfahrung dann in dem Feld, weil ihr eben so viel schon ausprobiert habt und davon können andere natürlich super profitieren. Also jede Energie ist absolut großartig in dem, was es ist und vielleicht könnt ihr es jetzt schon sehen, jeder hat so irgendwie so seinen Schwerpunkt, aber auch da, wie gesagt, guckt auf die, auf beide Seiten bei euch im Chart, ob ihr vielleicht, selbst wenn ihr eine 6-2 seid, ob ihr vielleicht viele Vierer-Energien mit drin habt oder Einser-Energien, also schaut auch da ein wenig drauf. Das heißt, ihr findet euch in allem irgendwo wieder, aber es gibt Energien, die halt vorrangig sind und so rausstechen. Genau, die Vierer-Energie ist diese Community, also es geht sehr, sehr viel um Menschen und da ich eine 4-6 bin, da kommen wir jetzt zu Tanja, da ich eine 4-6 bin, wir hatten ja auch viele Vierer hier drin und wie gesagt, wir ziehen oft Gleiches irgendwo an. Also wir kommen sehr gut mit Leuten zurecht, die irgendwo dieselbe Nummer im Profil haben, egal an welcher Stelle. Das ist so das. Also wir sind so dieses, wir brauchen irgendwo diese Community, wir brauchen diese Menschen auf Augenhöhe, also wirklich diese Menschen und dieser Tribe, diese Community sind für uns mit am wichtigsten. Also diese Vierer-Energie braucht diese Menschen, diese Nähe. Wir sind auch welche, die Vierer-Energie hat auch was vom Influencer, also wir beeinflussen Menschen. Wir können Leute wirklich auch begeistern für Sachen. Können auch irgendwo Trendsetter sein. Also wir nehmen wirklich durch unsere Anwesenheit und je nachdem eben, wo deine Nummer auch ist, wo die 4 ist bei dir im Chart, ob du körperlich Einfluss nimmst auf andere Menschen oder eben vom Verstand her. Genau, wir können auf unsere Art und Weise Einfluss nehmen. Wir können Dinge dann auch weitergeben, Dinge unterrichten, gerade die 4-6, also die 6er-Energie, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Es hat viel mit auch Unterrichten zu tun. Influencer, ihr kennt die typischen, ich sag mal, Influencer online.
kann man jetzt von halten, was man möchte, aber es ist so diese Energie von, wir können wirklich Einfluss nehmen auf Menschen, auf unsere eigene positive Art und Weise, was natürlich schön ist, weil wir entscheiden können, in welcher Form wir Einfluss nehmen können auf andere Menschen. Genau, also wir haben wirklich dieses starke Bedürfnis nach Austausch, auch irgendwo nach, auch da wieder, genau, ich habe es gerade bei der 3 vergessen, die 3 hat mit dem Blutfluss zu tun. Bei der 3 geht es viel um Blut und Blut in Wallung bringen, gerade körperlich die 3, gerade wenn es um Sportarten zum Beispiel geht, also immer darauf achten, dass der Körper wirklich auf Hochtouren irgendwo arbeitet, ob es durch Tanzen ist, durch was auch immer, also wirklich das, was euer Blut in Wallung bringt, die 3. Und bei der 4, auch da wieder seht ihr, dass dieses Chakren 4 ist alles, was Herz, also Herzebene, Atmung, gerade die 2-4, viel auf Atmung achten, Breathwork ist super für euch, solche Geschichten. Also es geht wirklich viel, viel ums Herz und da auch dieser Community-Austausch, es geht wirklich um Herzens. Es ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit, irgendwo diesen Austausch, im Austausch zu sein mit den Menschen. Also da wirklich viel aufs Herz achten, also auf die Brust, wie ist eure Atmung, wie ist eure Haltung vor allem auch. Also auch das immer beachten, weil es sind Viererlinien. Und was wir Vierer stark haben, vor allem die 4-6, vielleicht auch astrologisch, wer viel Waage-Energie im Chart hat, wir sind sozusagen sogenannte People-Pleaser. Also wir neigen dazu, es allen recht zu machen. Und weniger so unsere Bedürfnisse manchmal zu achten, sondern wirklich bloß keine Konflikte haben im Außen, gerade mit unseren Herzensmenschen. Wir haben wirklich Angst, also wirklich gerade die Viererlinie hat sehr, sehr viel Angst, abgelehnt zu werden. Ich spreche aus Erfahrung. Also da, das ist auch immer so ein Punkt. Also wir dürfen wirklich auch wieder mehr auf uns achten. Und also wenn wir sowas auch im Kopf haben und wissen, kann man mit sowas natürlich super schön auch arbeiten. Die Linie 5. Ich habe, glaube ich, auf jeden Fall eine 5-1 vorhin gesehen. Ihr könnt ja nochmal schreiben, Jana war 5-1. Ob wir noch irgendwo eine... Ja, ich bin 5-1. Gut. Du hast gerauscht. Genau, ich hab im Chat auf jeden Fall gesehen. Die Fünferlinien könnt ihr so ein bisschen teilweise mit dem Fünferlinie hat so leicht was auch von Projektor, Reflektor Energie. Also Fünfer sind super Marketer, also auch wieder diese Manager Energie zum Beispiel. Die haben immer eine Lösung parat. Die Fünfer. Mein Bruder ist eine 5-2. Ich kenne einige Fünfer. Wenn ihr eine Lösung haben wollt, fragt die 5, fragt diese Fünferlinie. Die Fünferlinie, gerade auf der linken Seite, die 5 vom Kopf her, die hat immer eine Lösung. Aber der Schmerzpunkt, und vielleicht, Jana, vielleicht kannst du es im Chat bestätigen, damit du nicht rauscht. Gerade die Fünfer, die haben die Lösung für andere Menschen, aber oft nicht für sich. Und das ist so der mit größter Schmerzpunkt, sage ich mal, bei dieser Fünfer-Linie, gerade die 5-1, 5-2. Und ich kenne da einige von, und das ist, das ist so der mit der größte Schmerzpunkt von denen. Auf der anderen Seite können gerade die Fünfer, weil sie eben diese Reflektor-Projektor-Energie haben, wie so eine Art schonungsloser Spiegel für andere tendieren. Das heißt, es kann Menschen triggern. Absoluter Spiegel. Mal gut bestätigt. Jana, ich glaube, du musst eher im Chat schreiben, weil sonst rauschst du uns hier. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst. Ich fahre Auto, deswegen. Nee, dann schreib nicht. Dann haben wir das jetzt geklärt. Genau. Also der ist ein super Spiegel und kann dadurch eben, Jana hat es bestätigt, auch ein Trigger für andere Menschen sein. Also wie gesagt, ich kenne einige 5-1er, also ich weiß, wie diese Energie auf andere wirken kann. Was bei denen ist, weil sie die werden auch gerne auf so ein Podest gelegt, weil sie eben diese Lösung immer haben. Das heißt, sie bitten ungern um Hilfe, also die 5-1er vor allem bitten nicht so gern um Hilfe, weil sie von anderen ja eh schon als, ich sag mal, Superheld irgendwo gesehen werden, als wirklich lösungsorientiert, dass sie denken, sie wirken dann schwächer, wenn sie nach Hilfe bitten. Ich meine, das haben einige von uns allgemein,
wie gesagt, wir haben alle Energien irgendwo in uns. Deshalb kann man das gar nicht so immer verallgemeinern. Deshalb muss man das große Ganze sehen. Aber das auf jeden Fall zu der 5-1. Und was die Fünfer noch haben, ist, sie wollen nicht wie die Masse sein. Also wenn die 4 viel mit dieser Community und auf Augenhöhe und so ist, dann ist die 5 eher, die 5 braucht wieder mehr so diese Bühne, die 5er-Energie. Die 5er-Energie braucht diese Bühne und so braucht auch so ein bisschen manchmal Distanz zu der Masse an Menschen, weil sie mehr so für sich steht. Also sie, könnt euch das wirklich vorstellen, wie so diese Bühne, dieser Mensch, der so Lösungen präsentiert, aber jetzt nicht so komplett, oh, ich muss jetzt unbedingt mit anderen Menschen so ganz nah sein, außer ihr habt viel andere 4er-Energie in euch oder je nachdem astrologisch kann es auch sein. Genau, die 6er-Energie ist der 6, die 6 hat viel auch mit Vision zu tun, mit einer Lehrerfunktion, also Dinge auch weiterzugeben. Wir haben auch wieder so dieses 6er-Energie ist viel Vogelperspektive. Ich habe euch vorhin gesagt, ich sehe oft auch Dinge langfristig. Ich habe irgendwo dieses, also 6er-Energie ist so dieses Inner Knowing, dieses Gefühl von, wenn wir in diese Richtung gehen, ich weiß irgendwie, wie es ausgeht. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich weiß irgendwie, wie es ausgeht. Also manchmal haben wir dieses Big Picture, dass wir alles genau sehen können. Und manchmal ist es einfach dieses Gefühl, gerade 4-6 ist ja körperlich. Und die 6 ist, also diese Lehrerrolle ist irgendwo, man sagt es auch Role Model, also wirklich auch, kann auch dieses Anführen sein, also gerade 6-2, 6er-Linie, es hat viel mit Weisheit zu tun. Wie gesagt, ihr könnt in euren anderen, in euren Chart gucken, ob ihr auch viele 6er-Energien drin habt. 6er-Energie, habe ich vorhin gesagt, ist in den ersten 3 Jahren wie eine 3er-Linie, wie diese 3er-Energie, kann auch irgendwo wie diese 3-5 sein, die 3-5-Richtung auch viel in Richtung Rebellion irgendwo, dass sie wirklich bis sie 30 war rebelliert hat, irgendwo im Umfeld. Genau, und ab 30 ist halt so dieser Moment, und das werden allgemein viele von euch haben oder eigentlich alle, weil so dieser Saturn Return, man sagt, der Saturn kommt quasi immer so alle ungefähr 30 Jahre quasi im Astrochart wieder zurück. Das heißt, da ändert sich nochmal einiges. Aber gerade die 6er-Linie hat dann so ab 30 dieser, hinterfragt dann viele Dinge. Also hinterfragt viele Dinge, hinterfragt Dinge, die sie in den letzten 30 Jahren gemacht hat, hat einen ganz anderen Blick auf die Welt. Genau, und macht dann quasi alles so anders. Und dann ist so anderen so der nächste Punkt, den man sagt, so ab 50, 55, wo es dann heißt, dass wir die Weisheit, wirklich unsere Weisheit, die wir dann richtig erarbeitet haben, also wirklich integriert haben dann in den letzten 50 Jahren, dass wir die dann erst recht weitergeben können an die Menschen. Also das ist so diese, genau, also 6er ist auch so dieser geborene Anführer irgendwo, ob wir es dann sehen wollen oder nicht. Wir führen die anderen Linien irgendwo an, diese 6er, gerade 6-2er, gerade auch von der Verstandesebene. Weil die 6er-Linie immer so ist, 6 ist, also wenn 1 natürlich der Anfang ist, wie es ist, ist 6 so der Abschluss. Das heißt, die 6 hat alle Energien irgendwo schon einmal durchlebt. Also wie könnt ihr euch das vorstellen, wie eine Inkarnation, ihr seid jetzt eine, wer eine 6-2 ist zum Beispiel, ihr inkarniert jetzt als 6-2 und habt wahrscheinlich alle Profile irgendwo schon durch in den letzten Inkarnationen. Also ihr habt alle Energien schon durch und könnt deshalb sehen, okay, die 1 startet das, die 2 macht das. Und ihr könnt dann wirklich diese Richtung vorgeben, als dieser Manifestor, der die Vision hat, der dann die Leute anführt, könnt ihr das weitergeben an die Menschen und die Menschen anführen. Und vor allem ihr könnt euch das wirklich diese Lehrerfunktion. Genau, Yvonne Right Angle Cross, das sind die Inkarnationskreuze. Ich gucke mal, damit die anderen wissen, was du meinst. Genau, ihr habt ja hier Incarnation Cross, Inkarnationskreuz. Das sind diese 4er, diese jeweils 2, hier, bewusste Erde, bewusste Sonne auf beiden Seiten, bewusst und unbewusst. Also unbewusst Körper, bewusst Verstand. Jetzt habt ihr die. Also es gibt so viele verschiedene von diesen Ausprägungen und jeder hat
eins mitgegeben bekommen. Das heißt, dort, gerade im Inkarnationskreuz, wie es schon irgendwo sagt, es ist, beschreibt, was eure Aufgabe im Leben ist. Also das könnt ihr wirklich aus diesen vier Energien, unter anderem könnt ihr, das ist wie so zusammengewürfelt quasi in einem, ja, in einem, in einer, wie so eine Art Aufgabe. Ich meine, es gibt ja nicht nur diese eine Aufgabe. Also deshalb, ich glaube, so die größte Frage weltweit ist ja, was ist meine Bestimmung? Was soll ich machen im Leben? Und das ist, ja, wie auch gerade schon gesagt, das ist ein Prozess. Aber es kann euch Richtungen vorgeben, es kann euch Energien vorgeben. Also sagt jetzt nicht, du musst, du wirst in diesem Leben Busfahrer, sondern, keine Ahnung, du, was ich jetzt Beispiel sagen? Bei mir geht es zum Beispiel viel, ich hab die 19, bei mir geht es lebenswerktechnisch um Bedürfnisse. Um Bedürfnisse erkennen in mir, in anderen Menschen. Bei mir geht es wirklich sehr viel um diese Energie. Und jeder von uns hat, wie gesagt, ein Gate hat die Energie, dann hat die Linie noch Energie. Und jedes Gate, Hexagramm, hat eine andere Energie und das wird dann wie so zusammengewürfelt. Das heißt, ich kann euch hier nicht, ihr könnt mir ja alle eure Sachen schreiben, aber selbst ich kann nicht komplett hier eure Sachen so durchgehen. Das heißt, das wäre wirklich ein Auswendiglernen von ganz, ganz viel. Aber was ich halt eben machen kann, und da komme ich eben jetzt zu mit unseren Angeboten, die wir vorbereitet haben. Also wenn man da wirklich genauer reingeht, kann man sowas erarbeiten und kann da wirklich tiefer euch einen Einblick geben, eben in diese ganze Geschichte, in diese ganze Thematik. Ich stoppe das mal ganz kurz. Ja. Wobei, bin ich schon wieder raus. Genau, wir haben uns nämlich was überlegt, beziehungsweise ich habe mir was überlegt und Tatjana mit. Also wir haben ein gemeinsames Angebot und ich habe zwei Angebote für euch. Also wer da wirklich tiefer reingehen mag in diese ganze Geschichte. Ich liebe das ja als Generator, genau. Ups, das ist das Falsche. Da reinzugehen. Und zwar das, was ich euch hier gezeigt habe. Also ich kombiniere alle drei Charts miteinander. Genau, und stelle zum Beispiel so schriftliche Analysen, aber eben auch ja, One-to-One, also wirklich auch Zoom-Analysen, beziehungsweise über Zoom, schriftlich und über Zoom zusammen. Das heißt, was wir haben, also was, und ich fände es so großartig, das mit Leuten zu teilen, weil egal mit wem ich das teile, ich habe schon Feedbacks bekommen von, oh mein Gott, ich musste so weinen, weil die Leute sich da wirklich so endlich erkannt haben in ihren Analysen und Auswertungen. Oder wie gesagt, auch Kinder, den Partner eigentlich zu verstehen, anders, auf eine andere Art und Weise. Es ist so, also es macht mir so eine Freude, in diese Charts der Menschen zu gucken. Also nicht nur in die Menschen, die ich um mich herum habe und liebe, sondern eben auch in andere und die einfach diese Vielfältigkeit und Andersartigkeit und Einzigartigkeit vor allem zu sehen in den Menschen. Finde ich absolut großartig. Und das, was ihr jetzt hier seht, das biete ich an. Also ihr könnt hier, ich scroll einfach mal durch. Also ich gehe den Typen durch, ich gehe die Autorität durch, dass ihr wirklich da was seht. Ich gehe eure Profile durch. Hier kommen auch teilweise Richtungen der Aufgaben mit rein. Vorherrschende Energie- und Lebensthemen, das sind die Channel, von denen ich euch gesagt habe. Also jeder hat eine ich sag mal, eine besondere Energie. Also hier könnt ihr sehr, sehr viel ablesen. Also wirklich so die Basics unter anderem gehe ich durch, die Strategien, dein Profil nochmal, deine Ausstrahlung, Wirkung auf die Welt. Also hier habt ihr diese Energien. Genau, dann wahre Essenzen, also was Leute wirklich von dir möchten. Das ist auch super, super spannend. Also für mich war alles die letzten Jahre, jedes Detail, was ich da nochmal mehr vertieft erfahren durfte, war, oh mein Gott, für mich haben sich teilweise Welten eröffnet und vor allem was dieses Gefühl, was womit ich das beschreiben kann, was für mich am gravierendsten ist, ist einfach sich endlich, also sich wirklich erlauben, man selbst zu sein. Also man erkennt sich da so wieder und denkt sich, oh mein Gott, ja. Und dadurch erlaubt man sich immer mehr Stück für Stück das zu leben, erinnert sich da immer wieder dran. Und deshalb, das meine ich damit, selbst wenn ihr, egal ob ihr das bei mir bucht, bei jemand anderen bucht, euch damit alleine befasst, es ist ein Prozess. Also ihr werdet nie alles sofort greifen, verstehen,
integrieren, sondern also ihr müsst euch damit immer und immer wieder befassen und immer wieder reinkommen in das Thema. Und es arbeitet sehr, sehr viel unterbewusst. Gerade Gene Keys arbeiten teilweise so tief. Also man kann Sachen, wie gesagt, rauslesen aus der Kindheit, die so tief gehen und die so tief vergraben sind teilweise. Also auch traumatische Sachen, die natürlich dann auch hochkommen können. Deshalb erlaubt euch das. Geht, wie gesagt, weniger mit dem Kopf ran, sondern mehr wirklich auf die Herzebene, auf die körperliche Ebene. Lasst es wirken, lasst es auch hochkommen und arbeitet damit einfach. Also genau, was Menschen von euch möchten, die Wohlstandsumgebung, gerade auch Leute vielleicht, die selbstständig sind oder die aber auch so in irgendwo Unternehmen arbeiten, wie ihr da am besten arbeiten könnt. Ich nehme die Astrologie, wie gesagt, mit rein. Da haben wir viele Aspekte, Werte, auch super, super spannend. Wie ihr in Umsetzung geht, auch super schön zu sehen, zu wissen. Körperliche Bedürfnisse, also was ihr wirklich braucht, körperlich. Um vor allem auch gerade gut empfangen zu können, manifestieren zu können. Also gerade wer sich mit Manifestationen auskennt oder davon schon mal gehört hat, ich meine, wir kreieren und manifestieren ja durchgehend, aber gerade zu schauen körperlich, das ist zum Beispiel der Mond astrologisch, der Mond hat ja viel mit der Weiblichkeit zu tun, mit dem Empfangen zuzulassen und da könnt ihr halt eben auch sehen, wie ihr, was ihr braucht körperlich. Und das Ganze biete ich für aktuell normalerweise für 222 Euro an. Ich schenke euch da, gebe euch da einen Code, sodass ihr das für 155 Euro kriegen könnt, zuzüglich Mehrwertsteuer. Ich rechne alles immer netto. Wenn ihr Unternehmer seid, könnt ihr das natürlich hier abrechnen. Also mal so als Info. Genau, ansonsten habe ich noch eine Analyse, quasi, dass ihr das schriftlich bekommt, in ausführlicherer Form noch. Zusätzlich mit einem Zoom. Also ihr habt jetzt einen Einblick bekommen in einiges davon und das, was ich euch heute mitgegeben habe, ist vielleicht so 1% von allem, was man überhaupt dort auslesen kann. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie komplex das ist. Das heißt, gerade in dieser Session, in dieser ausführlicheren Geschichte, ich gucke mir wirklich 2-3 Stunden eure Charts intensiv an, gebt euch das schriftlich und habt dann nochmal Zoom, also gebt euch das per Zoom nochmal durch, was nochmal eine ganz andere, natürlich Tiefe geben kann. Vor allem könnt ihr dann nochmal Fragen stellen, könnt hinterher nochmal Rückfragen stellen. Also es sind wirklich viele karmische Dinge, die auftauchen. Es sind Schatten- und Ahnenthemen, die mit reinfließen. Es sind, was euer Kompass ist im Leben, was für Menschen ihr anzieht, welche Richtung im Leben ihr gehen könnt. Also das ist quasi eine andere Geschichte. Das biete ich normalerweise für 555 Euro an. Gebe euch da auch einen Code für 444 zuzüglich Mehrwertsteuer. Ich schicke euch das alles in unsere Masterclass-Gruppe. Wer dort noch nicht drin ist, ich schicke mal kurz den Link rein. Genau, kann ich das aber gleich auch nochmal hier reinschicken, falls sich das jemand jetzt schon abspeichern mag. Genau, ansonsten haben Tatjana und ich uns was überlegt, wie vielleicht einige von euch wissen. Tatjana ist ja Face Reading und Körpersprache-Expertin und hat da auch schon einige Bücher zugeschrieben, einige Bestseller. Das heißt, was wir uns überlegt haben, und da kann Tatjana vielleicht auch nochmal 2 Minuten was zu sagen, ist, dass wir das verbinden. Wir haben das nämlich schon mal gemacht, dass ich das quasi schriftlich, also meine Expertise reingebracht habe und sie dann nochmal das Face Reading mit reingebracht hat. Das heißt, dass wir das so ein gemeinsames Angebot haben, was wir für 333 Euro zusammengestellt haben. Also das, was ihr gerade gesehen habt, das metaphysische schriftlich. Und da kriegt ihr dann nochmal Face Reading, also physiognomische Merkmale dazu, also eine kleine Liste eurer Merkmale, eure Top-Stärken und nochmal wie so eine Art Zusammenfassung. Genau, also das so als drittes Angebot. Tatjana, magst du ergänzen? Das kann ich gerne, dankeschön. Ja, also im Grunde genommen ist das Gesicht auch wie ein Buch zu lesen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Merkmale in unserem Gesicht, die über unsere Befindlichkeit, über unsere Ausrichtung, über unser Charakter und auch über unsere Aufgabe, die wir im Leben haben, Auskunft geben. Und das ist super, super spannend. Also sich mit Face Reading auseinanderzusetzen, hilft einmal, sich selber besser zu verstehen, aber natürlich auch sehr, sehr schnell zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Also wir werden sicherlich auch nochmal irgendwann
demnächst eine Masterclass dazu machen. Also ich darf mit der Materie jetzt seit 16 Jahren arbeiten und das ist absolut faszinierend. Und am Anfang war es eher so 350 Merkmale, die etwas darüber aussagen, wer du bist. Und mittlerweile bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass wir das Gesicht mitbekommen haben zu unserer Aufgabe und dass das Gesicht natürlich sehr, sehr aussagekräftig ist. Und ja, sich damit auseinanderzusetzen, macht einfach einen Riesenspaß für sich selbst und auch für andere. Und was wir jetzt machen, wir haben das jetzt schon mehrere Male gemacht, ist, dass Alex quasi ihre ganze Materie reinbringt, die ihr jetzt kennengelernt habt. Und ich ergänze quasi das Gesicht und wir schauen da, wo da die Überschneidungen sind und wo sich das trifft. Ja, das kurz zusammengefasst. Ja, voll schön. Ich durfte ja, ich glaube, Face Reading habe ich tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, 5 Jahren oder so das erste Mal. Und ich hatte tatsächlich auch damals schon mal eine Session und ich fand das ganz spannend, weil ich auch mit meiner Mama eine zusammen hatte. Das war super aufschlussreich. Und was ich tatsächlich da vor allem auch mitgenommen habe damals, weil die uns das durchgegeben hat, die Expertin, die hat erzählt, sie hat sich damals die Ohren auch anlegen lassen und die kam bei ihr zurück, weil es einfach so prägnant war, dass es nicht anscheinend nicht gehalten hat in dem Sinne, weil es einfach ihr Aspekt war, ihre wichtige Energie. Das fand ich sehr, das ist so hängen geblieben. Das fand ich ganz, ganz spannend. Also wir haben wirklich bemerkt, dass sich das super schön ergänzt. Also wer beides mag, genau, für die Person haben wir das auf jeden Fall, die Personen, das fertiggestellt. Genau, wie gesagt, ich biete das auch für Teams an, also falls irgendwer ein eigenes Team hat oder, irgendwo arbeitet im Unternehmen und da irgendwo mal mehr Verständnis reinbringen möchte in diese ganze Energie und sehen kann auch, manchmal kann man doch sehen, wer vielleicht auf welche Position besser passen würde oder welche Position noch fehlt, welche Energien im Unternehmen noch fehlen. Also man kann da sehr, sehr viel schön nochmal rauslesen. Genau, ich teile mal hier mit euch. Wie gesagt, ich teile das auf jeden Fall in der Masterclass. Wir werden das ja bei YouTube auch hochladen. Also da habt ihr dann die Links nochmal zu den einzelnen Angeboten. Tanja liebt auch Face Reading. Genau, ihr habt da auf jeden Fall die ganzen Links nochmal zu den Angeboten. Und ansonsten schicke ich euch mal die. Also entweder könnt ihr euch meine E-Mail abspeichern und ihr schreibt mir darauf eine E-Mail und ich schicke euch dort die Links. Wer nicht in der Gruppe, in der Masterclass-Gruppe ist oder da noch nicht rein will oder irgendwas oder bei YouTube, wie gesagt, findet ihr uns auf jeden Fall auch. Entweder bei Alexandra Amalio bei YouTube oder Tatjana hat ja Bio at Home oder wenn ihr Tatjana Strubel sucht bei YouTube, findet ihr auch was. Genau, ansonsten schicke ich euch hier mal einmal die rein, aber wie gesagt, morgen gibt es die Sachen nochmal in der Gruppe. Und was da halt ganz spannend ist, und deshalb teile ich das morgen erst in der Gruppe, gerade die, jetzt bin ich gar nicht die Autoritäten durchgegangen, vielleicht ganz kurz als Abschluss die Autoritäten als weil das macht immer sehr viel Sinn, je nachdem, was für eine Autorität ihr habt im Human Design, das auch so ein bisschen mit zu beachten, gerade bei Entscheidungen. Also vor allem die drei hier, die gängigsten, also gerade Solar Plexus werden die meisten haben, Sakral oder eben die Milz, Splenic-Autorität. Das heißt, gerade im Solar Plexus, und deshalb teile ich das erst morgen, die Solar Plexus-Menschen brauchen in dem Sinne am meisten Zeit für Entscheidungen. Das heißt, ihr, je nachdem, wo ihr hier die Channels habt, zu welchem Zentrum, ich zum Beispiel habe hier den hier, der braucht so mit am längsten, das sind halt immer, ihr müsst euch das vorstellen, gerade bei Solar Plexus, es ist ja Emotionen, sind emotionale Wellen, die ihr habt bei Entscheidungen. Das heißt, ihr habt eigentlich keine feste 100% Entscheidung in diesem einen Moment, sondern nehmt euch am besten ein wenig Zeit dafür, also dass ich wirklich diese Welle einmal aufbauschen kann. Als Beispiel, wenn, keine Ahnung, Tatjana mich heute fragen würde, gehen wir morgen ins Kino? Und in dem Moment denke ich, ja, machen wir und sag zu. Und vielleicht eine Stunde später oder morgen denke ich so, boah, nee, irgendwie will ich doch nicht ins Kino.
Also, dass ihr einfach ein wenig abwartet, bis ihr wirklich zusagt oder vielleicht sagt, ey, ich sag euch morgen Bescheid, dass ihr da einfach, und jede, wie gesagt, jeder Channel, das ist halt so ein bisschen das Komplexere, aber im Grunde geht es einfach darum, dass ihr ein bisschen mehr, also mindestens 24 Stunden, bis ihr wirklich zusagt, ob diese Begeisterung immer noch da ist oder ob sie vielleicht abflacht, also dass ihr das mit einbezieht. Ansonsten, wie gesagt, ist hier pro Channel, hat es immer so ein bisschen eine andere Energie. Es gibt einen Channel, der zum Beispiel recht wankelmütig ist, so ja, nein, ja, nein, ja, nein. Also da gibt es immer so ein bisschen verschiedene. Die Farben auf den Verbindungen, das ist wie hier, wie bei den Zahlen links, rechts, das ist unbewusst und unbewusst. Das heißt, schwarz ist euch mehr bewusst und rot ist eher unbewusst. Und wenn beides ist, ist halt je nach Gate, je nach Energieausprägung, ist das eine Gate vielleicht bewusster, das andere nicht, aber der Channel ist trotzdem da. Also das ist so einfach das. Das heißt, wenn ihr einen Channel habt, der komplett rot ist zum Beispiel, ist euch das nicht unbedingt so bewusst. Und das mache ich, wenn ich die schriftliche Analyse habe, das ist so die, ich mache das so ein bisschen nach, was ist am prägnantesten. Also das, was oben ist, ist so prägnanter und bewusster und das untere ist eher unbewusster. Also das so gehe ich vor. Das sind die Farben. Danke, Yvonne, für die Frage. Ist wahrscheinlich auch noch ganz, ganz interessant. Genau. Also deshalb, wie gesagt, teile ich das erst morgen in dem Angebot, dass ihr euch da, kann sein, dass ihr jetzt, oh, geil, unbedingt, will ich unbedingt machen. Wenn ihr zum Beispiel hier diese anderen Zentren farbig habt, dann ist es wahrscheinlich trotzdem ein Ja, weil gerade diese sakrale Power, die hat immer dieses körperliche Ja oder Nein. Und auch da, es kann sein, dass es jetzt ein Ja ist oder jetzt zum Beispiel so ein, ah, ich weiß nicht. Und jetzt ist es vielleicht ein Nein und dann befragst du die Person eine Stunde später und es ist dann ein körperliches Ja. Also da achtet immer, wenn ihr die sakrale Autorität habt, achtet immer auf diesen Körper. Will dieser Körper so, oh mein Gott, ja, unbedingt? Oder ich weiß nicht. Also achtet da wirklich, wie der Körper reagiert auf Fragen, auf Entscheidungen. Und gerade bei sakraler Energie ganz, ganz wichtig, und das war für mich ein super Augenöffner, und achtet da auch bei Partnern drauf oder gibt es euren Partnern und Freunden weiter gerne. Wenn euch jemand etwas fragt, und als Beispiel, wenn ich mit Tatjana reisen bin zum Beispiel oder mit irgendwem auch immer, und Tatjana fragt mich, worauf hast du Lust? Das ist für die sakrale Energie oder allgemein in diese Richtung schwieriger zu beantworten. Es ist für uns leichter, wenn uns jemand fragt, willst du lieber zum Strand oder in die Stadt? Also wenn wir wirklich diese Option haben, wenn wir Optionen haben, wo wir Ja oder Nein sagen können. Also das war für mich so, oh mein Gott, das macht so Sinn, weil es hat sich für mich immer sehr, sehr komisch angefühlt und ich konnte keine Entscheidung treffen, keine Klarheit. Ich meine, die emotionale Autorität ist eh nochmal, hat eh nicht diese 100% Klarheit und braucht das. Aber die Sakrale, das hilft einfach enorm, wirklich diese Ja-Nein-Fragen zu stellen, weil dann können wir wirklich körperlich sagen, oh ja, ja oder nee, jetzt gerade nicht oder gar nicht. Und die Milz ist sehr intuitiv, also Milz ist allgemein, Splenic ist sehr, sehr intuitiv, das heißt, es ist so ein Flüstern, es ist so ein intuitives, körperliches Gefühl einfach, was da ist. Das heißt, die Milz-Autoritäten, falls wir Milz-Autoritäten da haben, zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Angebote habt oder die Angebote, die wir euch gerade gegeben haben, ihr wisst in der Sekunde ja oder nein. Also ihr wisst es einfach, kann sein, dass ihr, wenn die Milz bei dir weiß ist, Regina, dann hast du die nicht. Also dann ist bei dir nicht so mit der, dann ist bei dir nicht so schnell mit der Entscheidung. Also dann ist deine Intuition nicht so stark wahrscheinlich ausgeprägt, wie es sein kann. Also dann kann zum Beispiel die Energie der anderen Leute, kann dir mehr diese Intuition, diese Energie geben. Das heißt, diese Milz-Leute, wenn jemand Milz-Autorität hat oder das Feld farbig ist, dann habt ihr auch schon diesen, oh mein Gott, ich mag dieses Thema, ich will da unbedingt mehr drüber wissen. Oder eben dieses körperliche Sakral, ihr wisst einfach, oh mein Gott, ja, es fühlt sich gerade alles danach an, also mache ich es. Oder ich mache es nicht, es klingt so, ah, vielleicht sind doch Zweifel da und es ist ja nicht jetzt. Und bei der emotionalen, wie gesagt, wartet die Welle ab, wartet ja, nein, wie auch immer eure Ausprägung ist, wartet das quasi ab und dann, genau. Also diese Angebote sind gerade da. Ich schreibe morgen in den Sachen rein, wie lange. Also ich glaube, alles ist auf jeden Fall bis Ende Juli und ich habe, glaube ich, sogar irgendwas noch weiter.
Also mit den Preisen auf jeden Fall. Also ihr habt da auf jeden Fall noch Zeit, selbst wenn ihr euch jetzt nicht entscheiden wollt, selbst wenn ihr später bucht oder wenn ihr das bucht und dann für die Familie noch was haben wollt oder was auch immer. Erika hatte gerade noch gefragt, wie lange das mit den 1:1 Zooms dauert. Das ist unterschiedlich. Also es kann auch schon 2 Stunden dauern. Also wie gesagt, allein das Auswerten vorher, ich nehme mir da wirklich Zeit, das auszuwerten und die allerwichtigsten Punkte mit rauszunehmen. Also das ist allein so Vorbereitung schon 2-3 Stunden und das Zoom, je nachdem kann man sich dann denken, wenn ich dann alles dir durchgebe und dann noch Fragen da sind, kann natürlich auch dauern. Also von 1,5 Stunden Minimum bis 2, 2,5. Also ja, im Idealfall irgendwie 1,5, 2 Stunden. Aber es kann halt schon, es ist halt schon sehr komplex und man muss da auch so ein bisschen ja wirklich offen für sein und nicht so, also ich erlebe immer wieder Menschen, die komplett mit dem Verstand rangehen und da halt dann, das ist dann, da ist dann kein Zugang da, also man will dann wirklich alles die ganze Zeit verstehen, man hat da auch die Möglichkeit, dann hinterher nachzufragen nochmal am nächsten Tag oder was auch immer, wenn noch irgendwas unklar ist. Was genau meinst du mit Dreierangebot? Gibt es ein Dreierangebot? Oder meinst du die 1:1, die das schriftlich? Also wenn du die, okay, wenn du die 1:1 quasi hast, ich kann da, wenn du im, Erika, bist du im, du bist, glaube ich, immer mit in der Masterclass, ne? Sonst kannst du mich mal anschreiben und sonst kann ich dir da nochmal was durchgeben und dann können wir da nochmal schauen. Also sonst haben wir jetzt auf jeden Fall 2 Stunden durch. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall für heute. Wie gesagt, das Thema, man kann es so überladen, aber das macht keinen Sinn, weil sonst habt ihr auch einen Overload und das bringt niemandem was. Das heißt, ich teile nochmal die Angebote, wir stellen das bei YouTube rein, die Aufzeichnung und könnt euch das gerne nochmal angucken oder teilen oder wie auch immer und dann ja, freue ich mich, wenn ich euch mehr kennenlernen darf. Also wirklich, mich freut jede Analyse und jeder Mensch und jeder Code und es ist ja super, super schön. Ja, Erika, wir gucken mal. Schreib mir das am besten nochmal in der Masterclass. Ich mache mir da mal Gedanken drum, wie das aussehen kann. Und dann ja, schauen wir, ob wir ein viertes Angebot kreieren für euch. Okay, ihr Lieben. Es war sehr, sehr schön. Dankeschön, Alex. Danke für die umfassende Einführung. Es war wundervoll. Dankeschön. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend.